Wie gesagt, heute ist sehr kurzweilig, obwohl es zweimal eine Stunde sind. Ich freue mich sehr, dass er gekommen ist. Für mich jetzt schon, obwohl ich ihn noch nicht gehört habe, einer der wichtigsten Vorträge der letzten Jahre. Begrüßt mit mir Christian Köhlert. Danke, danke Olli. Vielen Dank. Okay, ich versuche jetzt zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Erstmal danke Olli für die Einladung. Und danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid und danke natürlich Robert, der mir hier virtuell das Händchen hält und meine Soufflöse ist, falls ich hier den Faden verliere. Und er war auch mein Coach, weil ich lange Zeit keinen Vortrag gehalten habe und das ist jetzt hier gleich meine Feuerprobe. Und er hat mich angehalten, bevor ich die Hypothese anfange, die ich da zusammengestrickt habe, so einen kleinen Disclaimer zu machen, sozusagen eine Vorwarnung. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker nach dem Motto. Und zwar, das ist natürlich eine Hypothese, das ist mein momentanes Bild auf das größere Geschehen im Hintergrund. Manche werden damit resonieren, andere weniger. Nehmt davon mit, was ihr nehmen könnt. Und ich würde euch auch bitten, und letztendlich auch die, die das später vielleicht digital sehen werden auf YouTube und Netflix, Netflix, nur Flix, sorry, die These darf gechallenged werden. Die Daten, auf die ich das berufe, ich kann unmöglich alles wissen und da gibt es sicherlich noch andere Aspekte, andere Winkel und ich möchte aber, dass diese gewisse Aspekte, die damit verknüpft sind, einfach auch einen größeren Diskussionsrahmen haben, weil ich festgestellt habe, das gibt es in den USA oder im internationalen Bereich, aber gewisse Aspekte, die ich heute ansprechen werde, die sind im deutschen alternativen Kontext kaum zu hören und wenn, dann nur gewisse Fragmente, die in das Thema hineinspielen. Und fangen wir mit der ersten Folie an. Ich habe mir, diese These hat sich herausgebildet so ungefähr vor 2 Jahren und ich habe dann doch lange mit mir gehadert, ob ich das irgendwie zu Papier bringe. Und dann letztes Jahr habe ich dann angefangen zu schreiben und das ist im Nexus rausgekommen. Die These, die ich versucht habe, in so schlank wie möglich, aber auf den Punkt im Nexus zu publizieren. Ich habe auch das Ganze... Ich habe früher nur in Englisch publiziert. Es gibt auch die englische Version frei auf meiner englischen Webseite. Ich empfehle trotzdem natürlich das Heft. Es gibt noch ein paar da vorne. Falls ich irgendwann recht habe, könnt ihr das dann einrahmen oder dem Altpapier zufügen, je nachdem. Und ich empfehle trotzdem die Zeitschrift, weil da sind 2 Artikel drin, zum Beispiel zum Hidden Hand Interview und zu Phil Schneider. Das sind Sachen, auf die ich eingehe. Es ist Synchronizität, dass die tatsächlich auch in diesem Nexus drin war. Es war gar nicht abgesprochen. Okay. Vortragsgliederung. Da wurde schon einiges gesagt. Ich fange an mit einer Einführung in die alternativen Narrative, damit wir uns erstmal treffen. Okay, welche Narrative, welche konkurrierenden Erklärmodelle gibt es momentan in der, das ist immer ein schönes Wort, in der Truther-Bewegung oder der Wahrheitsbewegung. Und da gibt es natürlich auch ganz wichtig verschiedene Vorstellungen, was das System ist. Ich sage immer System, es gibt aber auch andere Begrifflichkeiten wie Deep State oder die Kabale, die Illuminati, was steckt dahinter? Da gibt es verschiedene Modelle. Und da versuche ich ungefähr aufzuzeigen, was es dort alles gibt und wo ich mich in meiner Hypothese dort verorte. Dann, Kernthese, da werde ich einfach sehr hypothetisch über die Dinge sprechen und die wichtigen Puzzlestücken, von denen ich gesprochen habe, die hier in der alternativen Szene so ein bisschen unterrepräsentiert sind in Deutschland, die werde ich auch sehr hypothetisch einfach nur einen Rahmen bilden, wie ich sie für mich verstanden habe. Und dann kommt die Pause. Und dann werde ich in die Argumentation gehen. Das heißt, da werde ich dann anfangen, die Dinge aufzuzählen und die Dinge zu zeigen, die ich für relevant halte, die letztendlich diese These stützen. Okay. So, und dann, wenn Zeit noch bleibt, dann werden wir noch, natürlich hat das Ganze auch natürlich ich bleibe sehr materialistisch oder sagen wir mal auf einer
physischen Ebene. Es gibt natürlich noch eine weitere spirituelle Perspektive. Und wenn wir noch Zeit haben, dann werde ich darauf auch nochmal eingehen und nochmal intensives Freestyle-Schwurbeln auf dieser Ebene machen. Und dann kommt Frage-Antwort. Okay, fangen wir an. Wenn wir angefangen haben, sozusagen das, was die Allgemeinheit glaubt oder was die Tagesschau uns vermittelt, das als die einzige Wahrheit zu nehmen und die Dinge zu hinterfragen. Für viele, inklusive mir selbst, und wer Robert kennt, der hat auch öfters darüber gesprochen, für viele war der Aufwachmoment der 11. September und dass wir die Verschwörungstheorie, also die offizielle Verschwörungstheorie von Osama und seinen Räubern, dass die irgendwann nicht mehr zu halten war. Und dann fingen wir an, uns eben umzuschauen, welche Narrative oder welche Ausdeutung dieser Ereignisse gibt es da noch. Und auch schon damals mit diesem Prozess des Erwachens und zu erkennen, dass da eben eine andere Realität gibt, da stellten wir auch schon recht früh fest, dass da verschiedene Ausdeutungsmodelle gibt. Ja, von gerade nehmen wir den 11. September, innerhalb der alternativen Szene gibt es davon, man hat es passieren lassen, ja, bis hin, man hat beigeholfen, dass es passiert, bis hin zu Diskussionen darüber, wie viel davon war eigentlich computergenerierte Bilder, die, und es sind vielleicht noch nicht mal Flugzeuge reingeflogen. Und da gibt es unter den Alternativen natürlich Diskussionen und nicht unbedingt Einigkeit. Aber das ist, da kann man alles überbrücken. Wichtig ist, dass man es erstmal hinterfragt. Und dann gab es verschiedene andere Aufwachmomente. Für viele war es auch noch 2014 mit der Friedensbewegung, wo wir alle gemerkt haben, dass irgendwie da Kräfte am Werke sind, die versuchen, den Frieden zu stören. Mehr und mehr. Und dann gab es natürlich den letzten großen Knall, war die Ereignisse von 2020, wo viele Menschen aufgewacht sind, dass die Realität, die ihnen durch die Massenmedien suggeriert wird, so nicht stimmen kann. Und so gab es einen neuen Schub und so gab es öffentliche Bewegungen, die natürlich dazu führten, dass sowas wie diese Querdenker-Demonstrationen zu einem Sammelbecken oder zu seinem Schmelztiegel der verschiedenen Narrative wurden. Alteingesessene, die sich schon lange mit diesen Themen beschäftigt hatten, die schon weit eingestiegen waren und Leute, die zum ersten Mal so in den Kaninchenbau hineingeäugt haben. Und dementsprechend gab es da ein weites Spektrum an Erklärungen, aber auch an Lösungsmodellen. Ganz einfach, die Politiker müssen weg, dann ist die Sache schon geregelt. Und andere, die sagen, okay, da ist eigentlich eine größere systemische Frage, die dahinter steht. Was sie alle vereint, ist, Menschen angefangen haben zu erkennen, dass zwischen der politischen Elite und den Massenmedien so eine Art heimliche Absprache gibt oder dass es da so eine Art übergeordnete Strukturierung gibt, wo gewisser narrativer Rahmen vorgegeben wird. Und da fragt man sich natürlich, wer steuert das? Mit welcher Absicht? Und das sind letztendlich die Fragen, die immer wieder auftauchen. Und gerade im Rahmen von 2020 kam natürlich diese Organisation hier in den Fokus. Nicht nur, dass sie bei der Generalprobe Übung 201 schon 2019 beteiligt waren, sondern die auch die ersten waren, nach dem Prinzip Problem, Reaktion, Lösung sozusagen angeboten haben, dass diese Krise ja doch eine perfekte Gelegenheit ist, eine neue Weltordnung zu schaffen, oder sie nennen es den Great Reset, natürlich mit ihrem Vorsitzenden Klaus Schwab, der übersetzt das ja mal ganz grob, dass die Pandemie einen kurzen eine Möglichkeit bietet zu reflektieren und die Welt zu sich neu auszudenken und einen Reset zu machen und diese aus der Krise doch eine Chance zu machen. Und da fragten sich natürlich viele, ob diese Chance nicht generiert wurde. Und viele der alternativen Narrative, die wir heute hören, fokussieren sich sehr auf dieses Great Reset-Thema. Und da natürlich die Ausdeutung, wie viel von dem, was sie öffentlich erzählen, ist wahr und wie viel mehr steckt noch in ihrer Agenda. Eine Kuriosität innerhalb der alternativen Narrative ist auf jeden Fall das ganze QAnon-Movement, was natürlich in den USA gestartet ist mit Kreisen um konservative Ideen, aber auch patriotische Ideen,
Und das ist natürlich auch ähnliche, ja, so, doch irgendwo nationalistisch angehauchte Ideen sind da auch in dem Q-Movement im deutschen Bereich zu sehen. Und für die einen, das ist auch so ein echter Spaltpilz, weil für die einen ist das ja so ein fast schon religiöser Glaube daran, dass da so die Rettung kommt aus Whiteheads, die eigentlich nur darauf warten, dass wir alle wach genug werden. Und für die anderen ist das halt die größte Psyops, die letzten Jahre so stattgefunden hat. Eine kontrollierte Opposition. Und ich persönlich neige auch eher dazu, da sehr skeptisch zu sein und zu sagen, dass dieses Narrativ, dass man nur abwarten müsse, dass genug Leute aufwachen und dass man die Krisen noch weiterhin zulässt, damit Menschen erkennen, dass irgendetwas im Hintergrund gespielt wird. Und gibt es so Aussagen wie enjoy the show und lehnt euch zurück, alles ist gut, wir haben bereits gewonnen. Das ist so ein bisschen, geht in die Richtung, seid passiv und vertraut. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und naja, viele weitere Krisen sind hinzugekommen. Ja, das ging gleich nach 2020 ging das los, dass die Versorgungsketten Schwierigkeiten bekamen und dass verschiedene Dinge auf einmal auf dem Weltmarkt gefehlt haben. Und da gibt es verschiedene Ausdeutungen. Ist das jetzt wirklich, wie man uns erzählt, ist das Corona dran schuld oder ist da bereits ein Wirtschaftskrieg oder gibt es da vielleicht noch eine andere Erklärung, warum gewisse Dinge auf dem Weltmarkt verschwinden, sowas wie Mikrochips, Halbleiter, Baumaterialien. Und dann haben wir natürlich den nächsten großen Spaltpilz, was geht denn eigentlich in der Ukraine? In der alternativen Medienlandschaft sehe ich schon, dass zumindest alle anerkennen, dass die NATO alles getan hat, um diesen Konflikt zu eskalieren. Und dennoch gibt es eine Spaltung, dass man sagt, okay, ja, der Putin hat ja gar keine andere Chance gehabt, als so zu handeln, wie er das getan hat. Andere wiederum sagen, nein, der ist auch entweder drauf reingefallen oder er ist letztendlich der Aggressor. Und er hat die Sache nach vorne getrieben. So, da gibt es auch sehr, sehr emotionale Streitereien unter den Alternativen, wie man die Sache zu betrachten hat. Noch komplizierter wird es, wenn man natürlich wieder die Jungs mit reinnimmt und man sagt, okay, ist das das Röper-Narrativ, ich nehme jetzt ihn mal, weil er vor kurzem auch hier oben, naja, virtuell hier oben gestanden hat, der sagt, okay, der ist seine Vorstellung, also Putins Vorstellung von einer multipolaren Ordnung, die steht genau dem entgegen, was Schwab und letztendlich der WEF und der ganze Westen sozusagen mit einer eine Weltordnungsidee verfolgen. Also es ist ein diametrales Kampf der Systeme und der Ideologien. Und dann gibt es wieder Leute, die auch hier oben standen, wie Ernst Wolf, die sagen, nein, die gehören alle zur selben Truppe. So, was soll ich jetzt glauben? Beides sind sehr gute Journalisten, die sehr gut recherchieren können, aber es sind zwei völlig diametrale Erklärmodelle. Wo finden wir da die Mitte? These, Antithese, Synthese. Können wir die irgendwo finden? Oder ist diese ganze Spaltung vielleicht mit Absicht gemacht? Da fällt mir immer ein, der beste Weg, die Opposition zu kontrollieren, ist, sie selbst zu führen. Das hat Lenin gesagt. Er hat auch was anderes gesagt. Nur ein uneiniges Volk lässt sich regieren. Und wenn man das Ganze zusammennimmt, dann habe ich so das Gefühl, dass dasselbe Teil- und Herrschespiel auch ganz subtil, teilweise subtil, teilweise sehr direkt auch in den alternativen Medien gespielt wird. Und dass mit diesem Spiel natürlich wir nie eine kritische Masse erreichen, eine gemeinsame Fokussierung zu haben, was wir wirklich wollen und wie wir es umsetzen wollen. Okay, worauf ich hinaus will, ist, dass die Polarisierung innerhalb der alternativen Medien immer breiter wird. Und dasselbe ist natürlich, wie nehmen wir das System wahr oder was ist diese Struktur, die das im Hintergrund lenkt und was möchte sie? Und da gab es viele Menschen, die versucht haben, da Modelle zu machen, wo wir uns sicherlich alle einig sind, nicht alle, 90% einig sind, in den alternativen Kreisen ist, dass es natürlich hinter diesen politischen Eliten Kreise gibt, wie das ist hier das Machtnetzwerk
ein Ausschnitt des Machtnetzwerks der Bilderberger. Die Bilderberger waren traditionell immer eine Struktur, wo wir wussten, dass sie jede Menge nicht demokratischen politischen Einfluss in der Welt ausüben. Und dass die Bilderberger wurden auch immer mit zwei anderen Strukturen genannt, das Council of Foreign Relations und die Trilaterale Kommission. Und hier sehen wir einen Überblick, das ist die westliche Medienlandschaft, die von links nach rechts oder also von linker bis rechter Ideologie, die komplett abgedeckt wird von diesen dreien. Und diese drei, und das kann man auch hoch extrapolieren, sicherlich auf die internationalen westlichen Medien oder die deutschen Medien, dass allein diese drei Strukturen die Wahrnehmung, die Massenmedien und natürlich damit auch die Wahrnehmung eines gesamten Kollektivs kontrollieren. Natürlich haben sie eine ganze Menge Macht. Natürlich haben sie eine Agenda, natürlich haben sie Absichten. Und darüber wird natürlich viel spekuliert und die WEF spielt natürlich auf derselben Liga. Und das ist etwas, wo die meisten mitgehen können, die sich damit beschäftigt haben. Aber dann haben wir wieder die Schallgrenze. Gibt es darüber vielleicht auch eine Struktur, die letztendlich auch alle anderen Länder und alle anderen Ideologien letztendlich von hinten rum vereint? Und natürlich lässt sich das weniger objektivieren als sagen wir mal, das Council on Foreign Relations. Dann gibt es natürlich jede Menge Geheimgesellschaften und wie es schon im Namen steckt, sagen die nicht unbedingt viel darüber aus, was sie wirklich machen. Es ist wie eine militärische, hierarchische Struktur und wir wissen, dass diese Geheimgesellschaften, Bruderschaften wie die Freimaurer natürlich international agieren. Und dass dort natürlich auch mit dem Rangsystem auch so ein militärisches Aufspaltung gibt, wie viel jeder weiß von der Größe und Agenda. Aber da spalten sich die Dinge. Gibt es ein übergeordnetes System? Und viele sagen das in der Alternativen. Das sind die Leute wie Jordan Maxwell, vielleicht kann man auch so Leute wie David Icke nennen. Und viele von denen haben eben versucht zu erklären, dass die Machtstruktur vor keiner Ideologie, vor keinem System Halt macht, sondern alles benutzt, gegenseitig These, Antithese, beide Seiten über beide Seiten steuert. Wie weit ihr da mitgehen könnt, oder wo ihr steht oder im Einzelnen das wahrnehmt, das überlasse ich natürlich euch. Aber ich sage, von meiner Wahrnehmung in den 20 Jahren, so wie ich das System erkenne, das ist ein eigener Vortrag natürlich, ich kann das natürlich nicht so schnell runterbrechen, aber ich gehe davon aus, dass es ein übergeordnetes System gibt, was den Westen wie auch China und Russland gleichermaßen kontrolliert. Und jetzt fragen sich die meisten natürlich, warum kämpfen die denn gegeneinander? Warum sieht das so aus? Und da kommen wir auch zum Kern meiner These. Was könnte denn die globale Agenda sein, wo alle zusammenarbeiten? Was könnte denn das Ziel sein? Oder was könnte es für eine Notwendigkeit geben, dass alle im Hintergrund zusammenarbeiten müssen, weil sie vielleicht eine gemeinsame Herausforderung haben? Und da ist mir die letzten 20 Jahre immer ein Thema, ein Meme, ein, wie soll ich das sagen, ein Komplex von Themen dazwischen gekommen, was ich in meinem eigenen Puzzlebild des größeren Systems natürlich immer irgendwie zur Seite geschoben habe, aus psychologischen Gründen, aufgrund der Komplexität. Und dieses Thema ist, dass die Welt in einem zyklischen Ablauf sich transformiert. Und dass dieser zyklische Ablauf, manche reden von 12.000 Jahren Zyklus, ich denke, das ist ein Fehler, es ist eigentlich eher 3.600 etwas Zyklus. Es ist nur so, dass vor 12.000 Jahren dieser Zyklus besonders heftig war und daher besonders viel Impact, wie sagt man auf Deutsch, Wirkung auf diesen Planeten hatte. Und die meisten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sehen da drin eine Erdmantelverschiebung, wie sie bereits Charles Hapgood 1958
ausgedrückt hat oder wie sagt man, eine Hypothese darüber gemacht hat. Und man darf nicht vergessen, diese Polverschiebung, das hat nichts mit dem magnetischen Pol zu tun, sondern es ist tatsächlich so, dass die äußere Hülle der Erde wie die Haut einer Orange sich sozusagen verschiebt. Okay. Da gibt es verschiedene Weltuntergangsfilme. Und ich sage euch, es ist kein Weltuntergang, weil es schon so oft passiert ist und die Menschheit lebt heute immer noch, aber es ist definitiv etwas, was gewisse Abläufe unterbricht und dazu geführt hat, dass Imperien und große Kulturen niedergegangen sind. Und was da genau passiert ist, fasse ich jetzt einfach ganz kurz zusammen. Es ist kein Weltuntergang, aber diese durch die Trägheit, Massenträgheit des Wassers bei dieser kurzen, aber Bewegung der Erdaußenhülle, werden die Meere bewegt und das führt dazu, dass je nach Heftigkeit global die Küsten verwüstet werden. Die Konsequenz daraus wäre, dass über Jahre hinweg kein internationaler Handel möglich wäre. Gleichzeitig ist es so, dass wir wissen aus der Geschichte heraus, einfach, dass in dieser Bewegung Erdplatten nach oben gedrückt und andere nach unten gedrückt werden. Das heißt, es werden neues Land entstehen, anderes wird untergehen. Es gibt da gewisse gefährdete Regionen. Es ist klar, dass innerhalb dieses Geschehens die Sonne eine ganz wichtige Rolle spielt. In unterschiedlichen Modellen, bei manchen Modellen ist das die Sonne der Auslöser, in anderen Modellen ist die Sonne nur genauso agitiert von einem äußeren Objekt oder einer äußeren Einflussgröße. Die Konsequenzen daraus sind, dass die Sonne massive koronale Massenauswürfe hinausschleudert, die natürlich auch massive Einfluss auf unsere Kommunikation und Strom Versorgung haben werden. Also wir haben keinen internationalen Verkehr, wir haben verwüstete Küsten und wir haben auch noch Stromausfall und so. Außerdem müssen wir mit massiven Ausbrüchen von Vulkanen an gewissen Zonen rechnen. Das, was da passiert ist, da braucht man nur bei Wikipedia zu gucken, die sind nicht ganz vollständig, da gibt es Bücher, steht mehr drin. Es gibt über 200 verschiedene Flutmythen in der ganzen Welt. Die Bibel hat nur von wesentlich älteren Schriften abgeschrieben, aber alle Kulturen kennen das. Das ist nicht nur ein lokales Phänomen gewesen, dass die Küsten von großen Fluten heimgesucht wurden. Wir wissen, dass die Pyramiden längere Zeit unter Wasser gestanden haben, genauso wie die Sphinx. Und in der geometrischen Architektur der Pyramiden, das wären auch ein eigener Vortrag in sich, ist dieser Zyklus kodiert. Und zwar nicht irgendwo auf Stein geschrieben, sondern in der Geometrie ist dieser Zyklus verankert. Und wenn man das, wenn eine Kultur mit dem richtigen mathematischen Verständnis das analysieren kann, und es gibt da fantastische Bücher und Dokumentationen drüber, dann ist eigentlich hat uns eine Hochkultur davor gewarnt, dass es diesen Zyklus gibt. Die meisten werden das Phänomen kennen oder werden mit diesem Phänomen schon mal Berührung gehabt haben, weil es verankert ist in der europäischen, in der internationalen Prophetie. Hier haben wir Edgar Cayce, den schlafenden Propheten auf der rechten Seite. Jetzt hätte ich das mal gebraucht. Und dann haben wir natürlich Alois Irmeier, die kennen die meisten. Und die meisten sagen, Alois Irmeier und die deutsche Prophetie, ja, da gibt es doch was, Russland und der Dritte Weltkrieg, das ist das Erste, was die Menschen assoziieren. Was die meisten Menschen vergessen ist, dass die Story so geht, dass der Dritte Weltkrieg nicht lange dauert. Ich sehe 3 Striche, sagt er. Könnten 3 Monate, 3 Wochen sein und dann wird der Krieg unterbrochen durch kosmische und geophysikalische Ereignisse. Und das sagen über 200 Seher allein in Europa. Nehmen wir noch die Hopis und die ganzen Und nehmen wir noch die Hopis, nehmen wir noch die Story aus der Bibel, auch aus den aus der Koran-nahen Ecke, im Hadith. Nehmen wir noch Remote Viewer wie Major Ed Dames, nehmen wir noch verschiedene Whistleblower aus dem Vatikan, aus dem CIA, aus dem Militär. Weiterhin ist das Ereignis, das größere
zusammenhängende Ereignis, was ich da sehe, natürlich assoziiert mit der galaktischen Superwelle von Dr. Paula LaViolette. Der stand vor vielen Jahren hier auch schon mal. Und hat weiterhin ist dieses Ereignis assoziiert mit der ganzen Legende um Planet X oder Nibiru aus der sumerischen Ecke, beziehungsweise die Hopis nennen das eine Kachina. Da gibt es zwei, eine blaue und eine rote. Und die Finale ist die rote, die gleichermaßen bekannt ist in der Antike unter dem Namen Phönix. Daher kommt auch die Phönix-Hypothese. Oder im Chinesischen der rote Drache. Es ist ein Himmelsphänomen, was letztendlich diesen ganzen Prozess einleitet. So. So ist die Zusammenfassung dieses Events. Was ich da immer wieder sehe, was mir in verschiedenen Formen immer wieder unterkommt, was hier in Deutschland fast gar nicht diskutiert wird, als Element in dem größeren Bild. Ich sage jetzt einfach mal, das Thema ist rein hypothetisch, weil ich habe hier noch gar nichts argumentiert, ich habe hier nichts gezeigt, ich habe keinen Beweis geliefert. Nehmen wir das einfach mal hypothetisch hin, dass es eventuell dieses Ereignis geben könnte und dass es in unserer Lebenszeit passiert, vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren. Gehen wir davon aus, dass das System das weiß. Was wäre die logische Konsequenz? Ich bin nicht das System, ich kann mich vielleicht so ein bisschen reindenken in das System. Also jetzt bin ich das System, ich habe viel Macht, mit viel Macht kommt immer viel Verantwortung. Und ich weiß, da kommt irgendetwas auf uns zu, was zumindest erstmal im ersten Schlag erstmal die Hälfte der Weltbevölkerung platt macht. Dann gibt es jede Menge Mangel an allem Möglichen. Strom, Versorgung. Das wird viele andere Opfer mit sich bringen. Okay, wie gehe ich damit um? Mach da gar nichts, lass es drauf ankommen, erzähl es den Leuten. Okay. Ich gehe mal aus meiner Recherche gehe ich davon aus, dass das System spätestens in den 90er Jahren definitiven Beweis dafür hatte, dass dieser Zyklus ansteht in naher Zukunft. Gleichzeitig gehe ich davon aus, ganz stark davon aus, dass die Geheimgesellschaften schon immer davon wussten, dass das Wissen der 33 Grad hoch Freimaurer das beinhaltet, dass es diese Zyklen gibt und dass diese Zyklen aus ihrer Sicht nicht nur kataklystisch sind, sondern auch katalytisch einen gewissen Evolutionsschritt ermöglichen. Und dass dieses Wissen darum aussortiert wurde aus der großen Bibliothek von Alexandria, dass dort noch das ganze Wissen vorhanden war. Das wurde vom Vatikan alles eingesackt. Ich gehe weiterhin davon aus, dass die davon wissen, die Eingeweihten, da gibt es die dem militärischen Prinzip entsprechen. Das heißt, das sind Menschen, die letztendlich nach bestem Wissen und Gewissen damit umgehen, präparieren und möglichst viel Menschenleben und die Errungenschaften unserer modernen Zivilisation schützen und retten wollen, mit den Mitteln, die sie haben. Dann gibt es aber auch die Eliten, die davon wissen und die natürlich um die beste Ausgangsposition kämpfen, oder konkurrieren, nennen wir es mal so, nicht gleich kämpfen. Und dann gibt es natürlich die Bruderschaften oder sagen wir eher okkult-esoterisch angehauchten Geheimgesellschaften, die da drin eine wunderbare Option sehen, ihre Agenda zu implementieren. Genauso wie Klaus Schwab das ausdrückt. In der Katastrophe liegt die Chance. Das ist ja auch im Chinesischen oder Mandarin, da ist dasselbe Zeichen für Chance und Katastrophe ist dasselbe. Die sehen sozusagen Sprachenebene, dass in der Philosophie oder parallel zur Philosophie, dass in jeder Katastrophe eben immer eine Chance steckt. Und dann gibt es natürlich, also die Wissenden sind sich sicherlich nicht in allen Punkten einig, ja, wie man damit umgeht, aber wo sie sich sicherlich einig sind, ist, dass es primär darum geht, wenn man sich auf sowas vorbereitet, dass Panik vermieden werden muss. Das heißt, wir werden es natürlich niemandem erzählen. Das System soll bis zum Schluss laufen. FedEx muss bis zum Schluss funktionieren. Könnte auch eine andere Firma nennen, klar. So. Es geht hier um Pragmatismus.
Es geht ja um das Überleben der Menschheit oder so viel wie möglich in die postapokalyptische oder Post-Flutwelt hinüberzutragen. Und da ist ein gewisser Pragmatismus angesagt und diese Leute sind komplett indifferent über die Befindlichkeiten des Einzelnen. Weil es müssen harte Entscheidungen, nehmen wir das hypothetisch an, es müssen harte Entscheidungen getroffen werden. Man kann nicht alle retten, unmöglich. Nicht bei so einem Szenario. So, und dementsprechend ist es klar, dass Zensur, Mordverschwörung, Ablenkung sind alles probate Mittel, um mit der Agenda nach vorne zu kommen. Ja, und ich hab hier einen kleinen Ausschnitt aus meinem Artikel aus Nexus. Betrachtet man das Szenario nüchtern aus der Perspektive des Systems, so wird deutlich, dass eine globale Herausforderung dieser Kategorie die Zusammenarbeit selbst mit den korruptesten Personen erforderlich macht. In einem solchen Szenario müssen Psychopathen sogar als wertvolle Aktivposten betrachtet werden, da sie keine moralischen Schranken kennen, um harte, aber als notwendige erachtete Schritte umzusetzen. Das ist einfach nur das Mindset, das militärische Mindset. Das Militärische, wo ein General sagt, okay, ich schicke jetzt diese Kompanie darüber, die soll die Brücke halten, da wird keiner von zurückkommen. Aber es ermöglicht dem Rest der Truppe, uns irgendwo anders zu verschanzen. Das meine ich mit, dass da wenig um Emotionen oder um moralische Modelle gibt, die unser tägliches Leben bestimmen. So, wie funktioniert Geheimhaltung? Ganz wichtig. Ich denke, das könnt ihr euch denken. Es gibt ein Need-to-Know-Prinzip. Wer beim Militär war, weiß, dass das, was ganz oben geredet wird und das, was ganz unten ankommt, teilweise unterschiedliche Geschichten sind, beziehungsweise sehr reduktionistisch runtergebrochene Dinge. Und dass je nach Grad der Einweihung natürlich jeder ein anderes Narrativ bekommt. Ja. Und dass das Ganze natürlich, wie weit sich ein Narrativ eventuell zu sehr in den Köpfen der Menschen festsetzt, natürlich über KI und der Massenkontrolle über die Datenkraken wie Google und so weiter, natürlich genau überwacht werden kann. Und in dem Fall kann auch sofort gegengearbeitet werden, falls sich irgendeine gefährliche Denkmuster zu sehr umsetzt. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass viele Beteiligten, die in diesen größeren Machenschaften drinne stecken, nur begrenzte Informationen erhalten haben, mit alternativen Begründungen gefüttert oder absichtlich falsch informiert wurden. Nur so lässt sich abstrahieren, warum so viele Theorien über die aktuellen Ereignisse im Umlauf sind. So, okay, das sind mal die Grundlagen, Geheimhaltung, wie man das, wenn man so eine Operation angeht. Aber letztendlich, bevor ich irgendetwas mache, brauche ich Geld. Bevor ich irgendetwas machen kann, was überhaupt eine Chance hat, brauche ich jede Menge Kohle. Wer sich fragt, warum die Schuldenberge immer größer werden und andere sich fragen, ja, wann knallt es, warum ist das System, das Finanzsystem noch nicht kollabiert, warum sind die so heuschreckenmäßig, fahren die das ganze System an eine Wand? Ganz einfach, weil die wissen, dass aus der Hypothese heraus, dass es den Moment, wo die Schuldenberge zurückgezahlt werden müssen, den gibt es einfach nicht. Die werden es einfach so lange am Leben erhalten, bis sie so viel Geld aus dem Menschen herausgequetscht haben. Und dann ist es egal. So, und wie natürlich weiterhin Gelder akquiriert werden, da habe ich jetzt hier ein paar Beispiele. Wer erinnert sich noch am 10. September? 10. September, ein Tag vor 9/11, ja, Donald Rumsfeld kündigt an, dass er da mal überprüft hat und 2,3 Billionen Dollar irgendwie nicht auffinden kann. Wisst ihr, wie viel das ist? Also eine Billion ist 10 hoch 12. Das heißt, wenn man das Geld genommen hätte, dann hätte es jedem Amerikaner, an die Amerikaner gleichermaßen verteilt, dann hätte jeder 7.000 Dollar bekommen. Das ist eine ganze Menge. So. Und am nächsten Tag wüsste er, was passiert ist. Ja, man hat es nicht auf dem Computer gehabt, man hat alles im Zettel gehabt und hat es ins Pentagon gepackt. Da sollten sich so ein paar Leute ransetzen und gucken, wo die 2,3 Billionen weg sind. Und dann am nächsten Tag ist ausgerechnet da das Flugzeug reingeflogen. Das ist natürlich hier Zufallstheoretiker, die. So. Ein anderer, kaum war das passiert und die 2,3 waren weg. Wurde in Afghanistan eingeritten. Die Taliban hatten da ein sehr
restriktive Drogenpolitik, nenne ich das mal. Ja. Aber kaum waren die Alliierten da, wurde das aufgelöst und von 0% auf 90% des Welthandels an Opium, Heroin speziell, kam auf einmal wieder aus Afghanistan über Jahre hinweg. Und welche drei Buchstabenorganisationen der Amerikaner, klingt so ein bisschen wie C und A, das ist noch ein Buchstabe dazwischen, ist traditionell schon immer verwickelt gewesen darin, Drogen zu transportieren und für schwarze Projekte umzuwandeln. Ja. So kriegt man eine ganze Menge Kohle. Sagen wir mal, Kohle ist kein Problem. Wir haben den ganzen Markt ausgequetscht, wir haben 1000 Methoden, wie wir da noch mehr Geld aus den Menschen rauskriegen und wie wir das System komplett mit allen möglichen Blasen belasten. Was machen wir als nächstes? Auf jeden Fall als nächstes ist ganz wichtig, die Kontrolle über die Informationen zu haben, über die Wahrnehmung der Massen, über die Wahrnehmung in den Köpfen der Menschen. Und das kostet viel Geld. Ja, und was wir da brauchen, sind natürlich jede Menge Thinktanks, clevere Leute, die darüber nachdenken, wie man Menschen von A nach B lockt. Mediennetzwerke müssen finanziert werden, Influencer, natürlich auch für die Alternativen jede Menge Desinformationskampagnen. Ja, für die Leute, die ein bisschen nachdenken, die werden dann eben mit vielen interessanten Theorien gefüttert. Und dann gibt es natürlich, das Wichtigste sind Honigtöpfe. Hier ist so ein Honigtopf, kennt ihr den? War der schon mal da? Ja, wer kennt den? Ja, das ist Epstein Island, genau. Und ich sage mal, das ist nur eine Operation, aber jeder, der mehr als 1 Million Twitter-Follower ist, in so einen Honigtopf angelockt worden mit allen möglichen Spaß und jungen Damen und Alkohol und Drogen in kompromittierenden Positionen dann gefilmt worden. Und diese Leute sind natürlich dann auf Dauer hörig. So. Epstein ist jetzt natürlich, ist ja auch noch niemand wirklich, außer Frau Maxwell ist ja da noch niemand wirklich verhaftet worden. Wahrscheinlich, weil man dann halb Hollywood und halbe politischen Apparat verhaften müsste. Ja. Okay, so, also wir haben Kohle, wir haben das Narrativ unter Kontrolle. Richtig gut. Wasserdicht. Wenn irgendwo was hochkommt, dann schicken wir einfach 1000 andere Meldungen hinterher. Jetzt machen wir mal was Konkretes. Konkret ist, wir bauen Bunker, sogenannte Dumps, Deep Underground Military Bunkers. Das ist das Akronym sozusagen, ja, für Dumps, also Bunker, die tief unter der Erde sind und militärisch. So, und diese sind verbunden mit Tunnelnetzwerken. Das Günstige war, dass ich das nicht weiter argumentieren musste, weil tatsächlich der Phil Schneider, einer der wichtigsten Whistleblower, der jahrelang an diesen Dumps gearbeitet hat, der sozusagen der absolute Profi war und der irgendwann ausgepackt hat. Jetzt kennen wir natürlich jede Menge Dumps, die militärisch die bekannt sind. Hier haben wir Cheyenne Mountain, ja, das ist ein bekannter, angeblich soll das Ding einen Direkttreffer von einer Atombombe überleben, möglich. So, und dann haben wir viele, laut Phil Schneider haben wir über 200 verschiedene Dumps allein in Nordamerika, wovon nur ein Teil in offiziellen militärischen Angaben zu finden sind. Manche liegen in abgeschotteten Teilen von Nationalparks und da sieht man an der Oberfläche teilweise nicht viel mehr als solche Eingänge. Und darunter liegen ganze Städte für Tausende von Menschen und Material, um sofort selbst nach dem Worst Case eine schnelle Infrastruktur wieder aufbauen zu können. Spezielle Drucktüren, viele unterschiedliche Etagen untereinander. Der Legende nach, und ich sage der Legende nach, weil es gibt ja keine offiziellen Lautbarungen, es gibt, wie gesagt, nur Whistleblower-Aussagen, verfügt das Militär über spezielle Bohrmaschinen, die im Gegensatz zu zivilen Möglichkeiten extrem schnell vorankommen und ein ganzes Tunnelnetz unter Nordamerika gegraben haben, wo diese einzelnen Dumps verbunden sind durch Schnellzüge. Hier ist tatsächlich von der DARPA, dem Forschungsarm des Militärs, gibt es so ein, wie sie sich das vorstellen. So, und den Whistleblower-Aussagen zufolge, das nagelt mich nicht darauf fest, es gibt verschiedene
Karten, die versuchen, dieses Netzwerk darzulegen, welches davon richtig ist. Ich bin noch nicht in diesen Tunneln vorgedrungen in meiner investigativen Arbeit, aber vielleicht irgendwann. So, und da sind viele, viele interessante Dulce ist zum Beispiel da gleich in der Mitte, ganz wichtig. Und dann haben wir, finden wir da oben Denver. Denver. Hier ist übrigens nochmal Phil Schneider, der Whistleblower, der, glaube ich, am wichtigsten ist, wenn es darum geht, ansatzweise zu abstrahieren, wie viele von diesen Bunkern existieren und was da möglich ist. Und viele dieser Bunker liegen einfach unter Militärbasen. Ja, das wirkliche Geschehen passiert da viele Level unterirdisch. Wenn wir allein darüber nachdenken, die Militäranlage, zu der auch Area 51 gehört, hat die Größe von der Schweiz und das ist hier off-limit. Wir wissen auch, dass die Area 51 und die ganzen Anlagen da primär unterirdisch sind. Und okay, dann gibt es natürlich auch zivile Anlagen. Ich kann hier nur Beispiele nennen. Eine der wichtigsten, die man nennen muss, ist natürlich Denver Airport, weil ich nenne das hier ein okkulter Bunkerkomplex. Okkult, weil natürlich sehr viele symbolische Bilder diesen ganzen Flughafen mit starken Bildern beschmückt ist, wo man alles Mögliche reininterpretieren kann. Hier ist ein anderes Bild. Und natürlich der Grundstein ist natürlich alles freimaurerisch angelegt. Und allein um diesen Flughafen, da gibt es so viele Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern, Leute, die da recherchiert haben. Dieser Flughafen hat eine dermaßen umfangreiche Reputation, was dieses verschwörerische oder die Reputation, dass es dort Machenschaften unter Erde gibt, die auf alles Mögliche hindeuten, dass selbst die Verwaltung vom Flughafen angefangen hat, sehr aggressiv mit den Gerüchten umzugehen. Und das ist hier eine offizielle Abtrennwand vom Flughafen, wo Sachen neu gemacht werden. Was machen wir hier? Wir machen neue Bars und Restaurants. B, wir bauen ein Illuminati-Hauptquartier. Und C, wir remodellieren die Nester der Echsenmenschen. Ja, das war kein Künstler, das ist die Verwaltung. Also die gehen da sehr aggressiv mit ihren mit den Verschwörungstheorien bzw. den Insider-Aussagen um. Hier ein anderes, offiziell. Ja, also dieser Flughafen. Robert hatte mir das letzte gesagt, wie war der Abraum, wie viel haben die da abgeräumt? Ein Drittel wie beim Panama-Kanal für den Flughafen. Also da kann eine ganze Menge noch im Untergrund sein, von dem wir nicht wissen. Hier haben wir ein anderes Beispiel, was erwähnt werden muss. Pine Gap liegt in der Mitte von Australien, ist das australische Area 51 sozusagen. Und da heißt es auch, dass darunter noch viel mehr stattfindet als was. Dann haben wir dieses Zivile, kennt ihr sicherlich alle, der Saatgut-Tresor. Was ich worauf hinaus will, ist, dass es kein Einzelprojekt ist. Das ist nur das, was wir in den Medien sehen und wo erklärt wird, warum Samen überall auf der Welt in großen Mengen eingesammelt für diesen Tresor. Aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es da noch viel, viel mehr gibt. Warum Bunker? Aus Sicht der Eliten ist ein Bunker nichts anderes wie ein Samen. Komprimierte Energie, die man in den Boden steckt. Und wenn es oben die Sonne aufgeht, dann könnte daraus sowas wie eine neue Weltordnung rauskommen, in Form einer Smart City. Und die Idee ist letztendlich ziemlich alt, weil viele unserer Vorfahren haben das schon gemacht. Ich gebe hier mal ein paar Beispiele. Es gibt rund um die Welt, die bekanntesten sind die schöne Eingangsportale haben, aber es gibt jede Menge Bunkerstädte, wo Platz für Tausende von Menschen ist. In der Türkei ist das sehr dicht und im Untergrund wirklich auch klar ist, nach archäologischen Aussagen, dass dort über viele Jahre Menschen da drinnen gelebt haben, in vielen Stockwerken. Hier ein weiteres Beispiel, ich glaube Jordanien, Indien. Wenn man sich damit beschäftigt, dann muss man auch davon ausgehen, dass gewisse Untergrund
Projekte auch hier in Europa ganz massiv verteilt sind. Da gibt es einen Professor, der sich allein damit beschäftigt. Also Bunker ist eine alte Story, das schienen schon viele Zivilisationen, Hochkulturen vor uns gemacht zu haben. Okay, wir haben also unseren Bunker, macht Sinn, einen Bunker zu haben. Natürlich nicht so wie die früher, sondern so einen richtig gemütlichen mit allem Schnick und Schnack und Hochdrucktüren. So, was brauchen wir noch? Geld haben wir ja jede Menge. Okay, wir brauchen natürlich noch Mensch und Material. Wir brauchen Experten für einen kontrollierten Wiederaufbau. Ja, und was machen wir da? Ein Assessment Center, die Leute anrufen? Na, wäre viel zu auffällig, ne? Nahrungsmittel brauchen wir natürlich auch jede Menge, die wir einlagern, weil es gibt da eine gewisse Zeit zu überbrücken, wo es oben vielleicht so mit der Ernte nicht ganz gut, so gut klappt. Und ja, da sind wir wieder bei Baumaterialien, Mikrochips, Halbleiter. Das sind die Dinge, die wir bräuchten, um einen kontrollierten Wiederaufbau zu machen. Und ich lebte zu der Zeit, als in 2020, als das anfing, da lebte ich in Mexiko. Und in Mexiko gab es keine Baumaterialien mehr. Rufe ich in Kanada an, auch nichts. Auch teuer, super teuer und sehr, sehr wenig. Rufe ich in Deutschland an, mein Dachdeckermeister meines Vertrauens sagt, ja, wir können kein Dach mehr bauen, wir haben keine Baumaterialien. Bin ich in Costa Rica, ist dasselbe. Könnte es sein, dass diese Phase benutzt wurde, um, sagen wir mal, größere Mengen an diesen Stoffen irgendwie zu transferieren und die Krise als Verschleierung zu nehmen, warum denn das alles vom Weltmarkt plötzlich verschwunden ist. Okay, wie kriegen wir die richtigen Leute? Ja, wie wir da die Materialien vom Weltmarkt wegkriegen und verschleiern, das wissen wir. Also wir haben ja die Datenkraken. Ja, da ist diese hier, das ist das NSA-Hauptquartier. Und dank Edward Snowden wissen wir, dass jeder, der sich nur so halbwegs im Internet und mit sozialen Medien so halbwegs beteiligt und eine E-Mail-Adresse hat, dass das ausreicht, dass AI mit seinen Algorithmen von jedem Menschen auf der Erde so eine Art ganzheitliche Analyse machen kann. Das ist relativ schnell klar. Nach ein bisschen Surfen durchs Netz, welche Abneigungen und welche Vorlieben wir haben, welche individuellen Fähigkeiten wir haben, welche psychologischen Dispositionen wir haben. Das kann eine AI relativ zackig. Ich meine, jetzt wisst ihr ja, es gibt diesen Chatbot, den jetzt alle ausprobieren. Eine AI kann das relativ schnell feststellen und über Algorithmen feststellen. Und die Frage ist, wer ist brauchbar? Nach welchen Kriterien wird da bemessen? Aber wenn wir Leute suchen, dann kann eine AI das recht schnell machen. Ich sage nicht, dass diese ganze, natürlich geht es auch um Überwachung und Terrormanagement und was weiß ich, aber ich glaube, dass diese massive Überwachung, die wir mit der ganzen neuen Elektronik erfahren haben die letzten Jahre, dass sie auch genutzt wurde, um zu gucken, wem wir hier aussortieren und mitnehmen. Und wer glaubt, dass in Hollywood-Filmen immer so ein Stück Wahrheit in meistens so einem sehr fiktiven und hanebüchenen Konzept verbaut ist, den kann ich nur Greenland empfehlen. Da wird sozusagen, da ist auch ein katastrophales Szenario, da kommt irgendein Objekt, was einen Impact macht. Und wenn wir eins aus diesem Film lernen, ohne da zu viel Spoiler zu geben, obwohl bereits auf diesem Poster eigentlich alles erklärt ist. Okay, da kommt irgendwas vom Himmel geflogen, da gibt es diesen Typen, der mit seiner Familie irgendwo nach Greenland möchte, weil dort nämlich die Dumps sind. Und er wurde ausgewählt von der Regierung, während man im Film den Leuten noch erzählt, dass alles unter Kontrolle ist, wurde er bereits ausgewählt, evakuiert nach Greenland zu werden. Natürlich klappt das nicht so richtig und dann muss er sich einen anderen alternativen Weg nach Greenland suchen. Und was wir daraus lernen können, ist natürlich, dass, oder was relativ viel Sinn macht, dass entweder ein Architekt oder ein führender Ingenieur für Hochhäuser. Dementsprechend besonders qualifiziert. Und er wurde aussortiert vom System schon, bevor die Katastrophe gekommen ist, wusste das System schon, der Typ ist der Richtige und der hat seine Evakuierung bekommen. So. Und ich kann mir vorstellen, dass das System, dass das System, was wir haben, tatsächlich nach ähnlichen Prämissen verfahren würde. So, okay, wir haben unsere Bunker, wir haben unser Zeug. Wir müssen natürlich noch ein bisschen was verlagern. Wir brauchen jede Menge Krisen. Jede Menge Krisen. Krisen müssen gemacht werden, weil Krisen sind das, womit wir alles verschleiern. Es hält die Leute abgelenkt. Und zum Beispiel, wenn es zum Beispiel darum geht,
Vorher, vor 2020, wenn da jemand extrem viel von irgendwas auf dem Weltmarkt aufkauft, dann wären zu viele Spekulanten, die gemerkt hätten, hey, irgendwas stimmt ja nicht. Wir wissen ganz genau, wie viel es von dem und dem gibt und wie viel normalerweise verkauft wird. Und wenn jetzt größere Mengen verschwinden, dann würde das auffallen. Aber die Krise um 2020, die hat solche Anomalien sofort weggeerklärt. So, wir brauchen auch jedes Land, was Bescheid weiß. Von Russland, China, die NATO. Ja? Sie alle brauchen den militärischen Konflikt. Weil nur so können sie argumentieren, warum sie Milliarden und Milliarden mehr ins Militär stecken. Das ist weniger Geld, was sie denn aus ihren schwarzen Konten nehmen müssen, weil die Vorbereitung für militärische Konflikte letztendlich auch teilweise auch immer ein Szenario abdeckt, was ich hier versuchte zu skizzieren. Also in dem Moment, es wird ja nicht alles investiert in Flugzeuge und Panzer. Da ist auch jede Menge Vorbereitung auf einen möglichen Atomkrieg. Bessere Ausrüstung, mehr EPA, was eingelagert wird. Das sind alles auch Vorbereitungen, die für jedes andere Katastrophenszenario hilfreich ist. So, natürlich ist so eine Krise, und ich nehme jetzt ganz speziell die Krise, die 2020 so Stilblüten geschlagen hat, eine super Gelegenheit, um Gesellschaftsmodelle zu testen, die vielleicht in Zukunft implementiert werden sollen. Und da kann man eben China hernehmen, die machen so ihre eigene Vision, dann gucken wir, was Europa macht und Amerika. Und dann können wir hinterher analysieren, was können wir denn implementieren, wenn wir wieder vom Scratch anfangen. So. Außerdem ist so eine Krise auch wunderbar, weil man natürlich Notstandsgesetze, Vereinbarungen machen kann, was ist, wie wird das Militär implementiert, wenn wir jetzt eine richtige Krise haben. Wir haben das alles auch, ihr habt hier in Deutschland, ab wann das Militär eingreifen kann und so weiter. Da wurde jetzt viel mehr drüber nachgedacht. Es wurden ja und mehr Notstandsgesetze, die man vorher schon abwickeln kann, gibt einfach mehr Spielraum für die nächste Phase. Und nach der Theorie oder nach meiner These gehe ich davon aus, dass diese ganzen Krisen, die wir erleben, dass die alle in gemeinsamer Absprache stattfinden. Die Krise, die wir momentan NATO gegen Russland haben, wie gesagt, alle Instanzen, alle Parteien brauchen, müssen vor ihrem eigenen Steuerzahler, vor ihrem eigenen Volk sich als Opfer darstellen von Aggressionen des anderen, um mehr Gelder ins Militär zu pumpen. Dasselbe wie China. Und der Krieg, der dort stattfindet, beziehungsweise der Wirtschaftskrieg, der letztendlich irgendwo mit Taiwan assoziiert ist. Ich glaube, dass das alles nur eine Mache ist, aus meiner Perspektive. Und um diese Krisen, um diese Krisen zu schaffen, mit denen man das ganze System justieren kann, gibt es genau diese Gestalten hier. Die sind für nichts anderes da, als Krisen zu schaffen. Ja, das ist ein älteres Bild, da ist ja noch der Krisenmacher in Blond und Frau Krise. Hier ist noch ein älteres, da haben wir jemanden, der schon lange mitspielt im Krisenmanagement. Hier ist ein aktuelleres Bild, aber der ist auch nicht mehr dabei, ich glaube der auch nicht. Das sind also die Krisenmacher. Und wenn ich die Jungs sehe, wisst ihr, wem ich da sehe? Ich zeig's euch, ich sehe die da. Wer kennt die? Keiner. Ich kenne sie. Ich war 13, 14, da habe ich professionelles Wrestling gerne geguckt. Ja, ich oute mich hier. Das sind Wrestler. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ich will ehrlich sein, ich habe damals noch mit 13, 14, sagen wir mal 13, habe ich tatsächlich geglaubt, dass es dort darum geht, wer der Stärkste ist. Wer der bessere Kämpfer ist. Dass es hier um einen echten Wettkampf geht. Ja, um den Titel. Und dann kam irgendwann diese Erleuchtung in Form meiner Mutter, die mich dabei erwischte, wie ich mir das gerade mal wieder reinzog. Ihre erste initiale Reaktion war, was guckst du von Quatsch? Ihre zweite Reaktion war, dass sie erstmal dahin guckte. Wahrscheinlich, weil das schon schön war, wie die Choreografie der nackten Körper da so stattfand. Dann guckt sie also 10 Minuten hin und sagt, die tun doch nur so. Die tun doch nur so.
Und ich mir dachte, nein, Mutter, guck mal, das sind die guten Jungs und das sind die bösen Jungs und die bösen Jungs, die guten sind die besseren, aber die bösen Jungs, die gewinnen auch manchmal, weil die holen da so eine Leiter vor plötzlich oder einen Klappstuhl und dann. Und die nennen sich übrigens NWO, Neue Weltordnung. Ja, so. So, und ich konnte aber ab diesem Zeitpunkt konnte ich nicht mehr nicht sehen. Das heißt, meine Mutter hat es mir versaut. Ich konnte die Illusion nicht weiter in meinem. Ja, ich musste feststellen, okay, die tun nur so. Und damit hatte das seinen ganzen Reiz verloren. Es war eine Choreografie, sie alle spielten für eine Organisation, nicht das WEF, sondern das WWF, das World Wrestling Federation. Und da gab es einfach die Jungs, die die gute Seite spielen. Der eine ist der Steuereintreiber, IRS, okay, nicht so beliebt. Und dann gibt es halt die, die beliebter sind, aber letztendlich geht es darum, nur die Massen zu entertainen. Und der Ausgang ist schon klar. Kennt ihr den Typen? Das ist so ein Wrestler. Und der hat eine Karriere gemacht, der hat auch vorher in Filmen gespielt, wer Arnold Schwarzenegger und Predator kennt. Das war der mit der Riesenkanone. Ja, das ist Jesse Ventura. Jesse Ventura ist nach seiner Schauspielerkarriere ist er Wrestler geworden. Und dann hat er einen Karrieremove gemacht, den gibt es nur in den USA. Er ging in die Politik. Er wurde der Gouverneur von Minnesota, glaube ich. Minnesota, ja. Und dann hat er nochmal einen Move gemacht, der 170 Grad ungefähr ist. Er wurde Verschwörungstheoretiker. Ja, so. Und er hat irgendwann so festgestellt, hat gesagt, dass beim Profi-Wrestling, das war dasselbe wie in der Politik. Wir haben uns vorher abgesprochen und ganz zivilisiert beim Tee und dann vor der Presse haben wir uns dann gegenseitig beleidigt und metaphorisch durch den Ring geschmissen. Und wenn wir das hochextrapolieren, ich versuche euch das, dieses Sinnbild zu vermitteln, wenn wir das hochextrapolieren, dann ist dieses World Economic Forum nichts anderes als dieses World Wrestling Federation. Es geht darum, Krisen und Spektakel für die Massen zu haben, dass es hier irgendwie um einen Krieg geht oder um einen Kampf der verschiedenen Systeme, aber eigentlich ist es nur ein Schaukampf, womit den Leute abgelenkt werden. Da werden jetzt viele sagen, okay, naja, wenn die alle zusammenspielen, dann muss man ja keine Angst um den Dritten Weltkrieg haben. Ja, und auch so Analysten wie, da sind wir wie bei Thomas Röper, der sagt dann, ja, nee, die Leute, die da jetzt mit den Ketten rasseln, die wollen ja auch später noch auf ihrem Golfplatz spielen. Was ist jetzt aber, wenn der Golfplatz denn 20 Meter unter Wasser liegt? Und warum ist das so, dass in diesen Prophezeiungen immer so ein Weltkrieg kommt, der ganz kurz dauert, noch bevor atomar eskaliert, und dann kommen die, dann kommen erst die Erdveränderungen. So. Könnte es da einen Zusammenhang geben? Was könnte der Vorteil sein, einen dritten Weltkrieg zu inszenieren, wenn es eigentlich um eine Erdveränderung geht. Natürlich, das ist so die naheste Vorstellung, die ich habe, dass es vielleicht darum geht, einfach abzulenken für eine finale Verlagerung von Personen, Ressourcen und Material. Weil in dem Moment, wo im Fernsehen heißt, wir sind jetzt im Krieg, Weltkrieg, dann fragt keiner mehr, wo so bestimmte Personen hin sind, warum die von der Bühne verschwunden sind, warum massenhaft Güter vom Militär transportiert werden, irgendwohin in irgendwelche Untergrundanlagen. Da fragt keiner mehr nach. Die Notstandsmechanismen sind alle auf 100% Einsatzbereitschaft, was auch im Weiteren natürlich nur von Vorteil sein kann. So, es geht dem System nicht darum, einen unkontrollierten Atomkrieg vom Zaun zu brechen. Aber was sie schon möchten, ist ein konventionelles, möglichst weltweites Gemetzel. Und das dient der Ablenkung, der Dezimierung der Herde. Warum Dezimierung der Herde? Ich denke, wir haben es mit einem Ereignis zu tun, was sowieso in der ersten Phase schon die Hälfte der Bevölkerung platt machen könnte. Warum vorher dezimieren? Das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Hat jemand eine Erklärung? Das macht keinen Sinn, oder? Ich reduziere es mal runter.
wo wir nicht ganz so emotional werden. Versuchen wir uns mal reinzuversetzen, wir sind in dieser Position und wir reden nicht von Menschen, sondern wir reden von Schafen. Wir sind also der Schafshüter. Wir leben auf einer Insel mit vielen Schafen. Wir lieben diese Schafe. Diese Schafe, die haben uns nicht persönlich erstmal nichts getan. Im Gegenteil, unsere Identität als Schäfer ist ja abhängig von denen. Wir machen Geld mit dem Fleisch und dem Fell. Aber wir wissen, dass wir dieser Insel nicht weglaufen können und dass gewisse düstere Zeiten auf uns zukommen. Und diese düsteren Zeiten kommen erstmal, dass es da massive Überschwemmungen auf dieser Insel gibt, wo viele Schafe weggeschwemmt werden, dass die natürlichen Ressourcen, Wasser und so weiter auch alles knapp werden, dass manchen Schaf vielleicht vom Blitz getroffen wird. Okay, und das, wenn das nicht noch schlimm genug ist, dann gibt es natürlich eine Phase danach, wo die Infrastruktur zerstört ist, wo die hier symbolisch durch eine längere Trockenheit. So, also muss ich da irgendwie, dass die meine Schafe managen. Was mache ich jetzt mit meinen Schafen? So, ich würde natürlich einen sicheren Bunker für meine Schafe bauen, aber ich kann auch nicht bis zur Decke mit Schafen stapeln. Ich brauche noch ein paar Schäferhunde, ich brauche natürlich auch jede Menge Baumaterial, um die Farm hinterher wieder aufzubauen. Und ich brauche gewisse für den Übergang Nahrungsressourcen, bis wir wieder aus eigener Kraft anbauen können und die Schafe füttern können. So, und das kann ich alles ausrechnen. Ich kann sagen, okay, pro Schaf wie viel? Okay, ein bisschen extra, kein Problem. Was machen wir, wenn wir aus unserer sicheren Scheune rauskommen und da draußen warten noch 200 andere hungrige Schafe? Dann könnte das mit dem kontrollierten Wiederaufbau schwierig werden. Vor allem, wenn die Schafe bereits durch einen gewissen Prozess durchgegangen sind und richtig verzweifelt sind und auch gerne was von den Leckereien aus dem Bunker haben würden. Also macht es in dem Sinne, um einen kontrollierten Wiederaufbau zu haben, natürlich Sinn, vorher schon auszudünnen und mögliche Gegenwehr einzudämmen. Man hat einfach, wenn man vorher dezimiert, mehr eingelagerte Ressourcen pro Kopf, Schaf oder Mensch, je nachdem. Man hat kein bis wenig Kampf um die Ressourcen und kann damit einen kontrollierten Wiederaufbau ohne Widerstand in die Wege leiten, beziehungsweise weniger. Hier ist nochmal ein Zitat aus meiner These im Nexus. Zu viele Überlebenden in einem Szenario des totalen Zusammenbruchs der Weltwirtschaft und der globalen Infrastruktur könnten die designierte Designergesellschaft in kürzester Zeit in einen Mad Max-Abklatsch verwandeln. Dieses Szenario will das System verhindern, zumal ein großer Teil unserer Gesellschaft aus militärischer Sicht ohnehin als wohlstandsgeschädigt gilt und für einen Wiederaufbau unter widrigen Umständen völlig unbrauchbar ist. Ich bin überzeugt, dass das System diesbezüglich Simulationen durchgeführt hat und genau weiß, wo die kritische Masse der Reduktion liegen sollte. Zur Veranschaulichung, die Idee des World Economic Forum, der Kräfte dahinter, die sehen da so eine Brave New World, eine schöne neue Welt, Orwellsches Idee von, wo alles perfekt ist, wo alle durchgegendert und durchgeimpft sind und nach gewissen Kriterien entsprechen und in Smart Cities leben, wenn man sich so die Agenda der WEF so vorstellt, das ist da, wo die hinwollen. Und zu viele Überlebende oder zu viel Konkurrenz beim Wiederaufbau kontrollierten könnte die Welt in Mad Max-Szenario umwandeln, wo es eigentlich nur noch die Kampf des Stärkeren um Ressourcen geht. So, wenn man nur ansatzweise abstrahieren kann, dass wenn man seine Emotionen oder seine ethischen Vorstellungen so ein bisschen kurz zur Seite schiebt, dass es durchaus nach rein militärischen Vorstellungen Sinn machen könnte, eine Reduzierung für einen kontrollierten Wiederaufbau zu haben, oder dann braucht hier, glaube ich, keiner weiter erklärt bekommen, was jetzt mit 2020 und der Gentherapie, warum die implementiert wurde. Ja? Ich meine, wir sehen ja die Übersterblichkeiten bereits. Ja, statistisch klar nachgewiesen. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich die Hypothese besteht oder dass viele davon ausgehen, dass in dem Stoff natürlich noch ein zweites Element drin ist in Form von Nanotechnologie. Hydrogel,
was sozusagen wie so eine Fernsteuerung ist, weil Hydrogel auf so eine Art Schnittstelle ist zwischen elektromagnetischen Wellen, die man an- und ausstellen kann, und gewissen körperlichen Regelsteuerungen, wie zum Beispiel das endokrinologische System. Mit anderen Worten, ich schalte eine Frequenz an und kann gewisse hormonelle Veränderungen im Körper da herbeiführen. Das ist so offiziell, wie in offiziellen medizinischen Papieren diese Hydrogel-Technologie beschrieben wird. Und viele Ärzte eben nachgewiesen haben, dass dieses Nanographenoxid in diesen Sachen drin ist. Und das ist jetzt der Grundstoff für Hydrogel. Okay, jetzt reden wir noch ganz kurz über mögliche zukünftige Steuerkrisen, die ich aus meiner Perspektive die wahrscheinlich sind. Natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass man noch eine zweite Runde Pandemie einläuten wird, wo wir dann nicht wissen, ob das dann ein stärkeres Pathogen ist oder ein anderes, überhaupt ein Pathogen, oder ob die Effekte, die wir dann erleben werden, vielleicht von Hydrogel-Aktivierung herstammen. Wir können durchaus damit rechnen, dass im Nahen Osten weitere Kriegsherde entstehen, dass weiterhin die Menschen beschäftigt gehalten werden mit Klimakrise, Finanzkrise, Energiekrise, mit oder ohne Blackout. Es geht natürlich um Schwächung. Natürlich werden auch Nahrungsmittel und Ressourcenverknappung natürlich mit Wirtschaftskriegen in Verbindung gebracht. Ich könnte davon ausgehen, dass es auch einfach ein Stück weit auch gewisse Ressourcen abgezogen werden vom Weltmarkt, um speziell umgelagert zu werden. Auch diese Krisen führen zu gewissen Durchmischungen von Genpools. Ja, große Flüchtlingswellen und so weiter. Das konnte durchaus, das geht da nicht unbedingt nur darum, geht sicherlich auch darum, die Gesellschaft im Ganzen zu schwächen, keine kritische Masse von zusammenhängenden Menschen mit einer Idee es dazu kommen zu lassen. Aber wenn man davon ausgeht, dass man nicht genau vorhersehen kann, welche Region bei so einem kataklysmischen Ereignis am härtesten betroffen ist, dann mischt man einfach vorher nochmal ordentlich den Genpool durch und sieht zu, dass von jedem Kontinent irgendwer auch woanders hockt. Könnte ein Grund sein. Die Alternativen, das ist jetzt, was wir davor haben, ist eher so, womit die Allgemeinheit beschäftigt wird. Ich gehe auch davon aus, dass natürlich ein eigenes Entertainment-Programm für die alternativen Ebene stattfindet und dass da verschiedene Hoffnungsszenarien für diejenigen, die noch demokratiegläubig sind. Ich denke da nur so zum Beispiel an, dass die AfD eine 80% Mehrheit zum Beispiel irgendwann haben wird. Und dass gewisse Dinge, die momentan nur hier oder in solchen Kreisen diskutiert werden, auch immer mehr Mainstream werden. Also man möchte, dass das äußere Establishment auch von den Menschen letztendlich irgendwie entfernt wird. Weil auch die Eliten, die wahren Eliten, die im Hintergrund stecken, die brauchen keine Baerbock und die brauchen auch keinen, hier ist der Gesundheitsminister nochmal. Genau. Brauchen die den im Bunker? Nein, ich glaube nicht. Warum sich nicht selber darum kümmern, dann schickt man die Leute und die klären das aus. Wenn man denen allen erzählen würde, was der Typ alles verbrochen hat. Ja, so. Man wird uns weiter beschäftigt halten mit inkompetenten Politikern, die den Wohlstand verspielen. Aber das ist alles das Ablenkungsmanöver. Es ist eigentlich nur die Leute beschäftigt halten, ihre Emotionen und so weiter kanalisieren. Man wird verschiedene Retter pushen. Man hat jetzt schon versucht, das mit Elon zu machen, Elon Musk und Twitter. Trump hat man sie auch versucht, bis er hier der Vater der Goldspritze wurde. Und da wird es verschiedene Controlled Oppositions geben. Und dann gibt es auch noch die X-Faktor, die ganz abgefahrenen möglichen Szenarien, die ich sehe. Dass es zu einer absoluten Offenbarung der äußeren Schicht des Systems kommt. Also wenn man das System wie eine Zwiebel betrachtet, dann wird das System seine äußere Schicht komplett ablegen. Und alle Politiker, alle, die eh schon auf der Liste stehen, der, sagen wir mal, zweifelhaftesten Personen, die werden geopfert vom System.
Und dass es sogar eine Pendelbewegung gibt von dem, was wir jetzt haben, so eine, in den USA würde man sagen, von so einer pathologischen linksliberalen Regierung hin zu einer pathologischen konservativen Bewegung, beziehungsweise was wir hier haben, grün links versifft, das wird dann mehr nationalistisch pathologisch werden. Das Pendel schwingt einfach zurück. Wird aber genauso extrem benutzt. Und nicht unbedingt, werden sich vielleicht manche freuen werden, dass es diesen, endlich diesen Umschwung, endlich dieses LQB irgendwas weg und dafür kommt irgendwas anderes, was auch nicht unbedingt in unserem Interesse sein wird. So, also das, die Idee, ich bin mir sicher, dass es die Vorstellung gibt, die äußeren Eliten, die wir heute sehen, auch dem Volkszorn zu opfern, als mögliches Spielbeispiel. Und dann gibt es noch das Werner von Braun-Szenario. Kennt ihr das? Was Werner von Braun auf seinem Totenbett angeblich gesagt haben will? Dass es innerhalb der Eliten der NASA die Vorstellung gibt, sozusagen über technische Apparaturen, Project Blue Beam, sozusagen die Illusion zu schaffen, dass wir zum Beispiel von Außerirdischen angegriffen werden und dadurch sozusagen eine gewisse, auch reduziert werden können und eine gewisse Vereinigung erfahren, weil wir alle gemeinsam gegen diesen Gegner kämpfen, der vielleicht gar nicht da ist, sondern einfach nur eine Projektion im Himmel durch moderne Technologie und gewissen Gerätschaften, die uns vorenthalten wurden. Das sind so ungefähr die Szenarien, die ich erwarte auf dem Weg zur Justierung hin zu diesem Ereignis. So, und der nächste Punkt, ich würde jetzt eine Pause machen, weil der nächste Punkt ist die Argumentation. Und ich bin mir sicher, dass einige sagen, wow, das ist ganz schön ein harter Tobak. Aber wie er festgestellt hat, habe ich hier nicht viel begründet. Ich habe keine Quellen genannt oder irgendwie zu viel. So, ihr könnt jetzt Pause machen und ihr könnt euch überlegen, oh, das war eine vogelwilde Story, das wollte ich, deswegen bin ich hierher gekommen, reicht mir. Oder ihr kommt dann zur zweiten Runde, dann gehen wir uns eingemacht. Danke. Okay, geht's weiter? So, ich freue mich erstmal, dass gar nicht so viele weggerannt sind. Okay. Okay, fangen wir mit der ersten Frage an. Argumentation, letztendlich die ganze Hypothese und vieles, was ich mir da als Modelle zusammengebaut habe, warum das System wie agiert, basiert letztendlich auf der Frage, gibt es das wirklich, diesen Polsprung, dieses Polsprung-Szenario, wie realistisch ist das? Fassen wir nochmal kurz zusammen. Ganz wichtig ist, wenn Leute jetzt anfangen, ich meine, euch muss ich nicht erzählen, dass die üblichen Suchmaschinen hochgradig zensiert sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach einem Polsprung guckt, einem Polshift, dann wird einem jede Menge Artikel angezeigt zum Thema Polflip. Man findet gar nicht relevante Sachen. Und was ist der Polflip? Polflip ist nichts anderes als die magnetische Neuausrichtung. Also da geht es rein darum, wo ist der Nordpol magnetischer Art und Weise. Und das wird dann meistens so, das ist nicht so schlimm, das passiert ab und zu und kein großer Act. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Polsprung, von dem ich hier rede, dass dabei, wie gesagt, dass die äußere Schicht der Erde bewegt wird. Und dadurch wie eine Apfelsinenhaut, das ist die Analogie, die ich dazu gegeben habe. Es ist absolut evident, nach meinem Kenntnisstand, soweit ich das recherchiert habe, dass das in der Vergangenheit passiert ist, viele Male zyklisch. Und dass das relativ schnell passiert, das ist nichts, was sich über Monate oder Jahre oder wie uns manche Quellen sagen wollen, über Jahrtausende hinwegzieht. Nein, das geht sehr, sehr schnell. Manche behaupten sogar, dass das innerhalb von wenigen Stunden diese Bewegung stattfindet. Und natürlich entsprechend mit Erdbeben, Tsunamis, Vulkanismus einhergeht. Und dass es dann zu einer abrupten Neuverteilung
der Klimazonen kommt. Kann ich jetzt wieder Irrmeier kurz anführen, der sagt, dass Zitrusfrüchte in Deutschland angebaut werden. Nach den 3 Tagen Dunkelheit. So, und dass die Dinge, die wir jetzt momentan sehen, dass es schon gewisse Wetterphänomene, Klimaphänomene gibt, die alle mit CO2 assoziiert sind, dass das vielleicht auch nur der Deckmantel ist, das Ganze in einen ziemlich nervigen Rahmen einzubinden, wo uns ständig was von CO2 und wir müssen jetzt hier Bilder mit Suppe besprenkeln. Und aber diese magnetische, ja, da gibt es eigene Channels bei YouTube, die diese magnetische Polbewegung, die auch sehr dramatisch ist, dokumentieren. Und dass diese klimatischen Veränderungen durchaus Vorzeichen sein können, die korrelieren mit dem physischen, geophysikalischen Ereignis. Die Grundlage für all das hatte Charles Hapgood 1958 gelegt, und jemand, der ihn unterstützt hat, ist tatsächlich Einstein. Das kann man von Einstein viel halten, was, wie viel wirklich seine Arbeit war. Da gibt es verschiedene Theorien, aber gehen wir mal davon aus, dass er jetzt nicht der Dümmste war. Und er hat bis zu seinem Tod 1955 einen regen Austausch gehabt mit Hapgood, und die haben ihre Theorien, was macht so ein Polsprung und wie läuft das ab, und die verschiedenen Evidenzien dazu. Das ging halt alles in dieses Buch Earth's Shifting Crust über, und ganz unten kann man lesen, Vorwort bei Albert Einstein. So, und was sind jetzt die Hauptthese oder die Hauptargumente, die Hapgood bereits 1958 angeführt hat? Zunächst einmal ist ihm natürlich auch aufgefallen, dass es so viele plötzlich ausgestorbene Hochkulturen gab, die schon enorm überragendes Wissen hatten, wie man Gebäude zumindest mal baut. Die hatten vielleicht keine Handys, aber die hatten, die wussten, wie man Steine stapelt, in einer Art und Weise, wie wir es bis heute nicht reproduzieren können. Puma Punku, nehmen wir nur die großen Pyramiden. Aber wie auch immer, urplötzlich war dieses Wissen und diese Hochkulturen immer wieder verschwunden. So, und dann hat er ewig lange Listen von Beispielen, wo im Eis konservierte Pflanzen und Tiere aus ehemaligen tropischen Regionen an den Polen zu finden sind. Palmen am Südpol, wie ist das möglich? Oder Fischskelette auf Bergketten, Muscheln, sogar ganze Wale, die hunderte von Kilometern an der Küste entfernt sind. Das hat diese Sachen wurden schon alle von Hapgood zusammengetragen. Wie viel Einstein dabei zugetragen hat, ist nicht überliefert. Außerdem hat er natürlich ein Riesending war in seiner Zeit bereits die Piri-Reis-Karte, die einige Jahre, Jahrzehnte, glaube ich, vor dieser These gefunden wurde, wo der Südpol, der Küstenverlauf, der physische Küstenverlauf des Südpols ohne Eis zu erkennen ist. Also es muss schon mal eine Hochkultur gegeben haben, wo der Südpol kein Pol war. Es wurde dokumentiert, und Piri Reis hat viel ältere Karten genommen und hat daraus eben eine eigene Karte gebastelt, und irgendwo hatte er die Informationen von viel früheren Zivilisationen, die wussten, wie der Südpol ohne Eis ausschaut. So, dann gehen wir nochmal auf die Liste, die allein hier Wikipedia mir liefert. Ja, man kann nicht so viel Gutes über Wikipedia sagen, aber da sind sie auf jeden Fall mal. Ich habe jetzt mal die ersten 3 Seiten genommen, die ganzen Stories aus den verschiedenen Kulturen von Asien, Südamerika, China, wo überall von diesen großen Fluten berichtet wird. Hier ist noch eine, Japan, Malaysia, das ist alles verlinkt. Gibt es sicherlich noch mehr. Ich habe ein paar Sachen, die ich versucht habe zu recherchieren. Wie gesagt, Google ist da keine große Hilfe, aber wenn man ganz genau weiß, wo man nachsuchen muss, dann habe ich immer so ein Beispiel, ein Walfischskelett, was Charlotte viele an der Anhöhe, viele hunderte Kilometer von der Küste Mysterium aufgibt. Dasselbe Walfischskelette in der Wüste Ägyptens. Oder auch irgendwo in Chile, ein ganzer Friedhof. Wie sind die Biester da aufs Festland gekommen?
Ja, wurden die da vielleicht hochgeschwappt? So, und dann gibt es natürlich die vielen Phänomene, dass plötzliches akuter Klimawandel ganz ohne CO2 da in verschiedenen Regionen stattgefunden hat. Und die Mammuts zum Beispiel vor 3600 Jahren in Nordamerika ausgelöscht hat. Und viele andere Tiere, die plötzlich in einer ganz anderen Klimazone sich wiedergefunden haben. Allein die Mammuts ist ein Mysterium in sich. Ja, die werden überall gefunden, teilweise unter sehr viel Geröll. Und der erste große spektakuläre, hier noch in Serbien, der erste große spektakuläre Fund war genau 1900 in Sibirien. Und dieser große spektakuläre Fund führt noch heute dazu, dass die Vorstellung und in solchen Grafiken wie diesen auch immer wieder dieser Mythos aufrechterhalten wird, dass Mammuts große Elefanten mit Fell waren, die sich durch eine Eissteppe bewegt haben. Und dieses Bild ist omnipräsent. Nur das nichts hat weniger mit der Wahrheit zu tun. Weil als 1900 in Sibirien so ein Jäger zum ersten Mal so ein großes Biest im Eis entdeckt hatte, da wusste, dass er auf was ganz Besonderes getroffen ist, hat eine Nachricht abgesetzt. Das hat ein Jahr gebraucht, bis es in der Akademie der Wissenschaften St. Petersburg ankam. Die haben dann ein Team aus Spezialisten rübergeschickt, um das sich anzugucken. Und die konnten nur feststellen, dass diese Mammuts im perfekten Zustand waren. Abgesehen davon, dass einige Hunde von den Jägern sich bereits an den Tieren vergangen hatten, weil das Futter offensichtlich noch frisch genug war. Das Fleisch der Tiere. Und was man dort feststellte und das, was man dort niederschrieb, war, dass die quasi schockgefroren wurden. Die sind nicht langsam verendet, weil sie kein Futter mehr hatten, weil die hatten teilweise noch Futter im Maul. Und das wurde noch besser. Man hat sie eingesammelt und hat sie obduziert. Dann hat man festgestellt, dass in den Mägen bis zu 40 verschiedene tropische Pflanzen drin waren. Wie ist das möglich? Dann hat man die Tiere weiter untersucht und die Haut hat keine Poren, keine Fettporen, die es erlaubt, bei Kälte die nötigen Schutz aufzubauen. Ihr Fell war mehr dafür gedacht, Sonne abzuhalten. Und diese Pflanzen, die da drin waren, das sind Pflanzen, die man im Süden von Mexiko findet. Also wenn man jetzt nicht eine Erklärung hat, dass Außerirdische vorbeigekommen sind, haben da eine Ladung tropisches Futter abgeschmissen, bevor der große Eissturm kam, dann kann man nur davon ausgehen, dass sie vorher einfach in einer tropischen Region gelebt haben, tropisches Futter gefressen haben und plötzlich schockgefroren wurden. Als Analogie muss man sich jetzt vorstellen, okay, ich komme jetzt in einen Raum rein, da sitzt ein Typ mit einem T-Shirt und der hat einen Hamburger im Mund und es ist tiefgefroren. Dann kann ich nicht die These aufstellen, dass so ein langsamer Klimawandel dazu geführt hat, dass er da so langsam verstorben ist. Da scheint eher jemand mit der Klimaanlage rumgespielt zu haben oder okay. So, gehen wir zu, was ich bereits erwähnt hatte, dass das Land hoch und runter geht. Okay, da gibt es hier ganz Doggerland, das ist ein klassisches Beispiel, sie liegt in der Ostsee, da hat man auf dem Meeresboden so viele Überreste von relativ fortschrittlichen Siedlungsgebieten gefunden. Das liegt heute alles so 20, 30, 40 Meter unterm Meeresboden. Aber da wurden so viel nach oben getragen. Da war mal Siedlungsgebiet und das ist alles komplett untergegangen. Ein anderes Beispiel, das Yonaguni-Monument vor Japan. Ja, ein riesiges Felsmassiv, was künstlich beschlagen wurde mit Treppen, mit verschiedenen Piktogrammen und so weiter, wo heute Taucher einfach das Phänomen bewundern. Es war einfach ein Stück, was unter Land untergegangen ist. Genauso vor der Küste Indiens gibt es da Beispiele. Es gibt auch Beispiele hier vor 11.000 Jahren, das war der große Reset zwischen 11.000 und 12.000 Jahren. Und mit den Zahlen muss man mal vorsichtig sein, was die Wissenschaft da raus hat, aber da gab es eben auch im Baltischen See, hier steht es, schwedische Taucher haben ein Steinzeit-Atlantis entdeckt, was unter der Meeresoberfläche weit drunter liegt. Ja, also auch da war man ein modernes Siedlungsgebiet, was unter Wasser geraten ist.
Dann haben wir hier BBC News. Man hat Überreste von Palmen, die in der Antarktis gewachsen sind, gefunden. Wie ist das möglich? Ist der Golfstrom dahin geflossen und hat da akut. Kann es vielleicht sein, dass die Antarktis einfach mal kein Polgebiet war für eine Zeit lang? Dass auch die Sahara mal in einer ganz anderen Klimazone war und war ein Dschungel. All die Dinge weiß man. Genauso verschiedene andere Zivilisationen und Städte, die am Ende des Bronzezeitalters, also genau vor 3600 Jahren ungefähr, einfach, wo es eine Unterbrechung der Zivilisation gab, speziell im Mittelmeer. Und Indien gibt es viele Beispiele. Ich mache hier nur einen Überblick. Es ist wichtig, dass das Problem ist, man findet nicht sehr viele deutsche Quellen oder Quellen, die ins Deutsche übersetzt wurden. Deswegen kann ich hier immer nur englische anführen, im Großteil. Tut mir leid. Ich würde das gerne ändern, aber ich bräuchte natürlich da auch Leute, die genauso intensiv recherchieren. Was die Punkte angeht, ist es wichtig, dass ihr selber euch euer Bild macht. Ja, und ich kann da nur hinweisen, dass natürlich, was technologische Anomalien angeht, da haben Leute wie Erich von Däniken, David Hatcher Childress, Graham Hancock, ich will nicht sagen, dass die Leute, ihre Theorien alle ausgereift sind, dass ich 100% damit konform gehe, aber was sie alle gut gemacht haben, sind diese Anomalien dieser Hochkulturen zu präsentieren und zu sagen, okay, da gab es einen Aufstieg und einen sehr abrupten Abstieg von diesen Hochkulturen. Ich kann auch für die Englisch sprechenden kann ich auch nur Jason Brashear, auch bekannt als Archaics, empfehlen. Das ist, glaube ich, für mich die Autorität, was diese ganze Datierung angeht, weil es ziemlich schwierig ist, diese verschiedenen Kalendersysteme, ja, die alten Kalendersysteme, Annus Mundi und den gregorianischen Kalender, um das alles aufeinander zu synchronisieren. Der ist jemand, den ich empfehlen kann. Natürlich sollte man natürlich mit Hapgoods Büchern anfangen, wenn man sie in Deutsch findet. So, und für diejenigen, die ganz schnell einsteigen wollen und einige dieser Dokumentationen sind mit Untertitel zumindest, bis vor kurzem gab es diese wunderbare Dokumentation auf YouTube noch zu sehen, die wurde jetzt runtergenommen. Ha? Also die ich verlinkt hatte in meinem englischen Artikel als Ressource, die ist raus. Okay? Und ich habe sie auch noch gefunden bei BitChute und wie auch immer. Es gibt auch ein gutes Buch dazu. Und diese Dokumentation geht fast 2 Stunden. Da geht es nur darum, wie dieser Zyklus mathematisch in der großen Pyramide verkodiert ist. Unmissverständlich. Für jeden, der Affinität zu Pyramiden und alten Kulturen hat und letztendlich auch mit dieser Theorie hier in Resonanz geht, muss man gesehen haben. Die nächste Dokumentation, die sehr gut ist und die tatsächlich noch auf YouTube zu finden ist, ist von dem Channel Universe Inside Me. Das ist eine 44-minütige Dokumentation, die sich nur mit Hapgoods Theorie und den Fakten, die ich hier kurz angerissen habe, zumindest einen sehr guten Überblick gibt. Und dann kann man immer noch überlegen, in wie viele Bücher man einsteigt. Aber die Quintessenz ist für mich, nach dem Studium all dieser Quellen und vieler, die ich jetzt hier nicht aufführen kann, ist letztendlich ja. Also es ist für mich evident, dass diese Pole-Shifts, diese Polsprünge stattgefunden haben. Nochmal ein kleiner Seitensprung zu den großen Pyramiden und die Vorstellung, dass eben sehr fortschrittliche Kulturen schon existiert haben. Die hatten vielleicht keine Handys, aber allein diese Pyramidenarchitektur, die ist global zu finden in so vielen verschiedenen Kulturen. Und von China, wenn man dran glaubt, auch natürlich in Bosnien. Natürlich Ägypten und in Südamerika. Ein anderes Beispiel ist natürlich auch, dass diese Zivilisationen alle so ein Faible für Handtaschen hatten. Ja.
obwohl sie lokal natürlich, also geografisch sehr weit weg waren. Also dass diese Handtaschen sicherlich noch eine andere Funktion hatten als ja, gewisse Essentials durch die Gegend zu transportieren. Davon ist auszugehen. Aber das, ich will nur anreißen, dass es da eben sehr viele Indizien dafür gibt, dass, dass diese Hochkulturen einen ähnlichen, vielleicht auf einer anderen Ebene, aber eine ähnlich weite Entwicklung bereits vorangelegt hatten, wie wir unsere Kultur. Nur eben vielleicht in einem anderen Sektor. So, also gehen wir davon aus, dass da müsst ihr selber recherchieren, ich kann nur anreißen hier. Gehen wir davon aus, dass diese Pole-Shifts tatsächlich stattgefunden haben, dann ist natürlich die Frage, was triggert das? Und Einstein und Hepgood hatten sich darüber intensivst auseinandergesetzt und die hatten am Anfang die Theorie, dass wenn die Erde mehr und mehr Eis an den Polen akkumuliert, dass dann eine Unwucht entsteht und dass dadurch dieser Shift passiert. Aber die haben das irgendwann verworfen, nachdem sie es genauer durchgerechnet haben und sind beide eigentlich gestorben, ohne eine befriedigende Antwort gefunden zu haben. Wenn man nach einer Antwort sucht, kommt man momentan nicht an Ben Davidson und Suspicious Observers vorbei. Die gehen, wie man da lesen kann, von einem 12.000 Jahre Zyklus aus. Das ist, kann man so sehen, es gibt kleinere Zyklen. Und um ihn herum, das ist sehr wissenschaftlich, was sie machen. Das übersteigt auch mein Verständnis. Sie benutzen aber auch dabei sehr viele Daten, die ausschließlich von NASA kommen. Sie haben eine Dokumentation gemacht, die letztes Jahr rauskam, The Cycle is Over, also der Zyklus ist vorbei. Wir sind auf der, sie machen eigentlich schon die Prognose, dass der nächste Zyklus ansteht. Dennoch muss ich sagen, Suspicious Observer mit Vorsicht zu genießen, das könnte auch so eine Limited Hangout-Nummer sein oder eine Controlled Opposition. Ein Grund ist, dass sie zum Beispiel so gut wie gar nicht das Thema Nibiru anfassen. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, weil dieses Thema komplett zersetzt ist von vielen Falschinformationen, wo ich meine, das ist auch mit Absicht sozusagen, im Englischen sagt man muddy the water, das heißt, dass man sozusagen versucht, ein gewisses Thema mit viel Falschinformationen sozusagen zu zersetzen. Grundsätzlich, wenn man sich natürlich mit Planet X und Nibiru auseinandersetzt, dann bin ich die letzten Jahre nicht an diesen Figuren hier vorbeigekommen, die unterschiedlich abstrakte Vorstellungen haben. Bekanntest ist natürlich Zecharia Sitchin, der die sumerischen Tafeln und übersetzt hat. Dann haben wir da noch Nancy Leader, die letztendlich ihre Erkenntnisse aus über Nibiru, aus Channelings und so weiter bezogen hat. Ich will nicht sagen, dass sie da tatsächlich jemanden an der Leitung hatte, aber ich glaube, die haben ihr auch nicht die ganze Wahrheit gesagt und sie mit falschen Daten gefüttert, was natürlich diesem ganzen Forschung an diesem Thema nicht unbedingt gut getan hat. Dann haben wir hier Robert Dean, jemand, den ich für relativ signifikant halte. Ist ein Whistleblower, der im Rahmen von Project Camelot zu Wort kam und kurz vor seinem Tod noch sehr viel zum Thema Nibiru ausgepackt hat. Und dann kommt das Thema Nibiru natürlich, was mich sehr beeindruckt hat. Ich bin schon sehr stark mit dem Hidden Hand Material in Resonanz gegangen. Und da spielt das natürlich das Thema Nibiru im Rahmen des größeren Zyklus und auch der spirituellen Evolution auf dieser Welt eine ganz entscheidende Rolle. Wir wollen gar nicht so weit ins Metaphysische gehen. Ich sage einfach nur, das sind so die Themen, womit ich da anfangs immer konfrontiert wurde. Und das Thema Planet X, Nibiru, ist super kompliziert, weil wenn man da einsteigt, schon so viele Namen existieren. Früher hieß es noch Planet X, das wurde diskutiert seit den 40er Jahren. Und jetzt heißt das nur noch Planet 9, nachdem Pluto kein Planet mehr ist. Okay, schon mal haben wir zwei Begriffe. Wenn man jetzt in die christliche Doktrin hineinschaut oder religiöse christliche Prophetie, dann wird natürlich nicht von Planet X und Nibiru gesprochen, dann heißt es nur Wermut. Aus der Offenbarung 8,11 oder im Englischen Wormwood.
Die erste Theorie, die zum Thema Planet X sozusagen postuliert wurde, war von 1940 von Carlos Muñoz Ferrada und er nannte dieses Objekt Herculupus. In der Korbelnbibel, eines der ältesten Schriften oder Sammlung von Schriften, die aus dem ägyptischen Raum kommen, heißt das Objekt der Zerstörer. Schon mal gut, ja, das bringt es schon mal auf den Punkt. Andere alte Kulturen, wie sagen, sprechen von Phönix, roter Drache. Die Hopi sprechen von Kachina. Weiter kompliziert macht es die ganze Beschäftigung mit dem Thema, dass nicht in jeder Theorie oder in den meisten Theorien eigentlich nicht von einem einzelnen Planeten ausgegangen wird, sondern von einem ganzen System, was Nemesis genannt wird, zumindest von Carlos Muñoz Ferrada. Und das hat sich durchgesetzt. Und der hat nichts anderes gesagt, als dass dieses System im Zentrum eine schwarze Sonne, er nannte das schwarze Sonne, weil der Begriff brauner Zwerg zu dem Zeitpunkt noch nicht definiert war, aber es ist im Grunde genommen ein brauner Zwerg. Und das ist der Zwillingsstern unserer Sonne. Und der kommt eben in einem extrem langen Zyklus von 3600 Jahren immer wieder an uns vorbei und der äußerste von den neun Planeten ist das, was wir Nibiru nennen. So, und wie weit der Vorbeiflug eine Wechselwirkung mit dem Planeten hat, wie viel Gravitationskräfte da an der äußeren Hülle der Erde wirken, ist abhängig davon, auf welcher Seite der Sonne wir sind, wenn der Vorbeiflug ist. Und deswegen ist auch der Unterschied, der Vorbeiflug von vor 12.000 Jahren hatte ganz andere Auswirkungen als der zuletzt vor 3600 Jahren. Und selbst aus der Mainstream-Wissenschaft wundern sich die Wissenschaftler, warum man beobachtet, dass alle Sterne in Paaren geboren werden und in Paaren existieren und wir in unserem Sonnensystem da eine Anomalie sind und nur einen Stern haben, die Sonne. Aber die Antwort könnte auch einfach die sein, dass diese zweite, dass der Zwilling der Sonne sozusagen der Nemesis ist. Hier haben wir nochmal eine Grafik über die lange elliptische Flugbahn. Jetzt gehen wir nochmal, ich will es überfliegen, weil es könnte auch zu langweilig werden, aber letztendlich, wie es im Mainstream, in der Mainstream-Wissenschaft angefangen hat, wie dieses Thema sehr populär wurde, wie gesagt, mit 1940 fing das an, dass eben Astronomen wie Carlos Muñoz Ferrada eben schon erkannt haben, dass es dort Gravitationsanomalien gibt. Ja, weil man jeden einzelnen Planet dadurch entdeckt hat, und nicht jeden einzelnen, aber erkannt hat, dass man die vorberechnete Flugbahn irgendwie abgelenkt wurde, dann ist man dem Vektor der Ablenkung nachgegangen und bumm, wurde der nächste Planet in unserem Sonnensystem entdeckt. Und als man alle entdeckt hat, die wir bis heute kennen, sind diese Anomalien immer noch da. Und die wurden dann auch bestätigt 1972 von Pioneer 10 und Pioneer 11, 73. Und spätestens mit der IRIS-Mission wurde das Objekt bestätigt. Und Dr. Harrington schrieb 1988 sein Papier zum Ort dieses vermuteten Planeten. Bis dann in den 90er Jahren auf einmal die ganze Diskussion, die vorher noch sehr offen geführt wurde, hier haben wir ein Beispiel zum Beispiel aus verschiedenen Publikationen aus dieser Zeit, das ist hier aus der New York Times, wo eben da ganz klar gesagt wird, dass es relativ sicher ist, dass da draußen der Planet X ist. Und in den 90er Jahren brach das auf einmal plötzlich ab. Da muss irgendeiner einen Schalter umgelegt haben, haben gesagt, das ist ein No-Go-Thema. Das war jetzt ja auch noch 1983 mysteriöses Objekt im All entdeckt, was dafür verantwortlich ist, dass Jupiter und dass verschiedene Planeten einfach von ihren Bahnen abgelenkt werden. Hier ist das nochmal ein Ausschnitt von dem Papier, was Dr. Harrington veröffentlicht hatte. Er hat sich auch kurz vor seinem Tod noch mit Sitchin getroffen, also er muss verstanden haben, dass seine Entdeckung aus der Geschichte eine Referenz hat, aus der Geschichte der Sumerer.
Hier ist auch nochmal von 1988, dass Pioneer 10 immer noch Anomalien feststellt. Aber wie gesagt, in 90 Jahren brach das ab. Und die NASA hatte sogar eine Phase, wo sie gesagt haben, dass diese Anomalien sind alle jetzt aufgeklärt. Das war ein Messfehler. Jetzt ist man wieder übergegangen, dass man sagt, ja, die sind immer noch da, aber ja, wir haben noch nichts gefunden. Durch Whistleblower wissen wir, dass das Objekt fortan weiter beobachtet wurde vom South Pole Telescope in der Antarktis. Ob das stimmt und die Bilder, die da teilweise geleakt wurden, ob die echt sind, da kann ich keine Aussage drüber treffen. Ja, es gibt auch viele Bilder und Fotografien von Hobbyastronomen, wobei es wirklich nur unter gewissen Bedingungen möglich ist, das Objekt überhaupt zu fotografieren, wenn man kein Infrarotteleskop hat. So, und wer tiefer in die Sache einsteigen möchte, kann natürlich mit Zecharia Sitchin anfangen. Ich rate so ein bisschen von Nancy Leader und ihren Channelings ab. Es ist aber letztendlich sehr populäres Material. Und wer Englisch sprechen kann, kann ich nur die Dokumentation von Marshall Masters empfehlen. Planet X 101. Den gibt es tatsächlich auch noch auf YouTube. Er ist allerdings, wie sagt man das, Shadowband. Das heißt, selbst wenn man den exakten Titel eingibt, findet man diese Dokumentation einfach nicht mehr. Man muss wirklich den Link haben. Gibt es auf meiner Webseite. Und auch interessant in dem Kontext sind die Vorträge von John Moore, der das Ganze nochmal von einem anderen Winkel betrachtet. Aber das sind Sachen, wo ich einsteigen würde, wenn es darum geht, dieses ganze Planet X-Thema nochmal aufzurollen, zu verstehen, wo das angefangen hat, an welcher Stelle dort Kräfte gearbeitet haben, das ins Lächerliche zu treiben und teilweise mit falschen Daten zu füttern. Eine sehr gute Dokumentation ist auch, da gibt es diesen, es ist sowas wie ein Vortrag, den es auf diesem Channel Science of the Pole Shift auch noch bei YouTube gibt, mit ganz wenigen Aufrufen, aber ein wunderbarer, sehr detaillierter, eloquenter Vortrag. Kann ich nur empfehlen. Da würde ich anfangen zu recherchieren, wenn ich mir über das Thema einen Überblick geben würde. Nachteil ist es alles in Englisch. Okay. So, okay. Nächste Argumentation. Okay, wir haben was können uns Whistleblower sagen? Da habe ich schon mal angedeutet, da gibt es jede Menge Material. Vieles ist auch über die Zeit verschwunden, das konnte ich einfach nicht mehr wiederfinden. Und viele von diesen Leuten sind auch teilweise anonym. Und einen anonymen Whistleblower als Argumentation heranzuziehen, ist gewagt. Aber ich möchte trotzdem einen anführen, und zwar aus einem eher schon persönlichen Grund. Und zwar war ich früher, hatte ich viele Kooperationen mit Project Camelot. Für diejenigen, die Project Camelot nicht kennen, Project Camelot war bestehend aus diesen beiden. Das sind Bill Ryan und Kerry Cassidy. Und die haben zum Beispiel auch dieses Interview mit dem Dean gemacht. Und die haben auch unter anderem ein Interview gemacht mit einem Whistleblower. Der aus dem englischen Militär kam. Aber nochmal zur Basis für diejenigen, die Project Camelot nicht kennen, weil sie vielleicht erst später in das Thema eingestiegen sind, alternative Theorien. Project Camelot war die erfolgreichste Truppe, wenn es darum geht, alternative Sichtweisen, vor allem aus ehemaligen Regierungsmitarbeitern oder Leuten, die in schwarzen Projekten gearbeitet haben, sozusagen ein Forum zu geben. Man muss natürlich, die hatten viele interessante Persönlichkeiten dabei, auch ehemalige NASA-Astronauten wie Brian O'Leary und so Figuren wie David Wilcock oder John Lear, das ist der Erfinder vom Learjet. Ja, Jim Humble, wer sich mit MS und so weiter beschäftigte, die kamen alle aus dieser Ecke. Und dann gab es natürlich auch jede Menge andere Personen,
wo selbst Bill manchmal das Gefühl hatte, er wird da vom System eigentlich mit Agenten gefüttert, die ein Stück weit gewisse Wahrheiten, die er eh schon kannte, bestätigen, um ihn dann auf eine falsche Spur zu schicken. Also das Project Camelot war ein zweischneidiges Schwert. Aber sie waren omnipräsent und ihre Interviews wurden in alle möglichen Sprachen, sogar Mandarin, übersetzt. Und da tauchte irgendwann einer auf, der kam nicht aus den üblichen Kanälen, wo ein Whistleblower den anderen da irgendwie bestätigt, sondern der kam quasi aus dem, er hatte Bill Ryan persönlich kontaktiert. Das war ein englischer Gentleman und es stellte sich raus, als er sich mit ihm getroffen hat, dass er ein hoher Offizier war, vermutlich ein Admiral im Navy-Nachrichtendienst. Er war gleichzeitig Hochgrad-Freimaurer, er hatte seine militärische Karriere bereits beendet und hatte eine so hohe Position in der City von London. Ja, die City von London, das ist ja so eine Anomalie, genau wie Vatikanstadt, was die gewisse okkulte innere Machenschaften angeht und Regeln, die dort herrschen. Und dieser Admiral, ich sage jetzt mal, dass er Admiral war, wo das nicht ganz bestätigt ist, wurde 2005 zu einem Treffen geladen und er stellte ganz schnell fest, das war für ihn Routine, er war ja Hochgrad Freimaurer, dass er zu gewissen klandestinen Treffen dort geladen wird. Und diesmal hat er aber recht schnell festgestellt, dass das selbst über seine Ebene hinausgeht und dass dort die Creme de la Creme der einflussreichen Personen anwesend war. Und die haben alle über einen Plan gesprochen, von dem er keine Ahnung hatte, noch nie was gehört hatte. Er war eine Fliege an der Wand und hat einfach nur zugehört. Der Plan, den sie dort diskutiert haben, war die anglosächsische Mission, so nannte man das. Und 2010 entschied dieser Admiral mit dem, was er damals gehört hat, dass er das moralisch oder mit sich nicht mehr vereinbaren konnte, das bei sich zu behalten und über das, was er 5 Jahre zuvor erfahren hatte, auszupacken vor der betrafen sich die beiden. Der Typ wollte keine Aufmerksamkeit in dem Sinne, dass er hier Berühmtheit oder Ruhm oder so. Er wollte inkognito bleiben. Deswegen gab es keine Kamera. Es wurde nur ein Audiomitschnitt gemacht und der wurde transkribiert und hinterher vernichtet. Und laut Bills eigenen Aussagen, auch mir gegenüber, waren das authentische Gewissensbisse, die der Mann hatte, und der musste das, was er dort erfahren hat und gehört hat, da musste er darüber sprechen. So. Und im Grunde, was der Typ damals beschrieb, war das, was ich auch in die Phoenix-Hypothese habe einfließen lassen, beziehungsweise was mich natürlich auch irgendwo animiert hat, weil dieser Whistleblower beschrieb, dass er 2005 bei diesem Treffen all die Eckpunkte diskutiert wurden, die ich hier auch schon besprochen habe. Da ging es eben da schon darum, die Dezimierung durch Pandemie. Und die erste Pandemie sollte in China starten. Und die hatten da so ein eigenes Wording innerhalb ihrer Truppe. Die nannten das China will catch a cold. China wird eine Erkältung haben. Und diese Erkältung wird sich ausweiten und wird zu einer globalen Pandemie werden. Und daraus werden Notstandsgesetze und Ausnahmezustände hervorgehen. Im Weiteren war es Plan der anglosächsischen Mission, Kriege im Nahen Osten und zwischen den Ostmächten und NATO zu inszenieren. Und all das diente dazu der Vorbereitung auf ein kosmisches Ereignis. Was das genau war, das wusste selbst der Whistleblower nicht, weil er letztendlich auch nur zuhören konnte und so viel mitschneiden wie möglich. So. Warum nehme ich diese Aussage so ernst? Als sie rauskam, habe ich kurz die Zusammenfassung gelesen, habe es zur Seite getan. Ich dachte, okay, wieder so eine fantastische Geschichte von irgendeinem Agenten des Systems. Okay, habe es zur Seite getan, habe es noch nicht mal durchgelesen. Ich habe diesen Beitrag dann ignoriert, bis ich dann nur 2 Wochen später Bill persönlich traf, als im Nexus-Hauptquartier in Arkhams. Da war zu dem Zeitpunkt auch Jim Humble vor Ort und Bill wollte ein Interview mit ihm machen und ich habe als Kameramann fungiert, weil ich gerade in der Nähe war. Und nach diesem
Nach diesem Interview hatte ich dann Zeit mit Bill, mich seit Jahren mal wieder wirklich tief über verschiedene andere Themen zu unterhalten. Und er sprach sofort an, hast du dieses anglosächsische Mission, hast du das schon durchgelesen? Er hat gesagt, na, das war mir zu fantastisch. Aber Bill hat mir gleich sehr persönlich berichtet, so Dinge, die er so nicht an die Öffentlichkeit ließ, wie zum Beispiel, dass dieser Typ einen meterlangen Wikipedia-Eintrag hatte. Und es definitiv ein Mensch war es war zumindest kein Darsteller. Okay. Und dass er recht bald, nachdem er das die anglosächsische Mission an die Öffentlichkeit gebracht hatte, in so vielen Sprachen mit Übersetzung, dass das System, der ihn massiv unter Druck setzte, an so vielen Ecken, dass er das noch nie vorher erlebt hatte. Er hatte so viele andere Themen angesprochen, von 9/11 bis niemand hat ihn deswegen großartig attackiert. In dem Sinne, aber diesmal kam es aus so vielen Ecken und er hatte keinen Zweifel daran, dass das mit diesen Veröffentlichungen zu tun hatte. Und tatsächlich, ich hielt es erst noch für übertrieben, aber tatsächlich 2 Wochen später setzte sich Bill Ryan in Südamerika ab und war seitdem nicht wieder gesehen, zumindest nicht physisch. Ja, das erfolgreichste alternativen Medien Operation war kurze Zeit später kaputt oder vorbei. So, und diese persönliche Begegnung mit Bill und seine persönliche Darstellung der Situation, und davon gehe ich nachhinein aus, dass er da tatsächlich an eine Sache gekommen war, an die er nicht hätte kommen sollen. Und ja, Bill hatte das dann, wie gesagt, auch nochmal eine persönliche Videobotschaft dazu gehalten, wo er das alles nochmal zusammengefasst hat und seine Gedanken noch hat einfließen lassen. Die ist teilweise noch als Re-Uploads und so weiter zu haben. Es gibt auch noch eine deutsche Übersetzung, die man sich noch runterladen kann davon. Und es war tatsächlich so, dass ich trotz dieser Mahnung von Bill das trotzdem wieder zur Seite geschoben hat. Aber als dann natürlich 2020 diese Aspekte mit, dass da in China der Ausgangspunkt für eine Pandemie ist und dass es letztendlich um Bevölkerungskontrolle geht, da musste ich mich natürlich zwangsläufig da wieder dran erinnern, an diese Begegnung. Und ich kann nur empfehlen, es gibt Links, die sind auf meiner Webseite, noch zu den Videos und den sogar der deutschen Übersetzung. Ja, also das ist für mich das klassische Beispiel, dass diese Dinge, die ich letztendlich in einer Phoenix-Hypothese beschreibe, bereits vor langer Zeit als Whistleblower-Aussagen kursierten. Und das ist jetzt nur, es gibt ja noch viele andere, wie gesagt. Und was die Aussage des Insiders angeht, dass bereits 2005 angefangen wurde, der Plan zu legen für diese Pandemie und der daraus entstehenden Notstandsgesetze. Und es war auch die Rede, dass das nur die erste sein würde. Dass in der Zwischenzeit viele Pläne sich haben verändert haben, gewisse Details. Aber das, und da muss ich Thomas Röper auf jeden Fall nochmal vorholen. Ihr kennt ihn, weil er war hier. Und sein Buch Inside Corona natürlich das ganz klar darlegt, dass die Pläne zur Installierung dieser globalen Ereignisse natürlich tatsächlich bereits in diesem Zeitraum die ersten Entwicklungsstufen erreicht hatte. Okay, kommen wir nochmal zu den Propheten. Ich hatte das ja schon angesprochen. Ich denke, ihr seid da drin in diesem Thema. Ich kann ja nur noch mal Edgar Cayce sagen, der auch ganz klar von einem Polsprung gesprochen hat und letztendlich die Perspektive auch mehr an den nordamerikanischen Raum gezogen hat. Da gibt es eben auch die letztendlich auch wieder Parallelen zur Prophezeiung von Europäischen, dass es eben auch in Nordamerika zu Kriegsschauplätzen kommt, primär natürlich mit den Chinesen, aber in Kooperation mit Russland. So, ich habe keinen Zweifel daran, dass es diese
diese ja, Tausenden von prophetischen Überlieferungen, dass es Menschen gibt, die sozusagen auf die Akasha-Chronik oder nach dem Dröscher-Heim-Modell, dass die Dimensionen X5 bis X8, der Informationsraum, dass Menschen darauf zugreifen können. Ob sich die Zeitlinien mittlerweile vielleicht verändert, modifiziert haben, darüber können wir natürlich nur spekulieren. Aber das Bild ist, wenn man diese ganzen Prophetie und den Kern zur Kenntnis nimmt, das ist nicht zu leugnen. Und der bekannteste Vertreter, Alois Irmeier, natürlich in Europa, die Autorität auf dem Gebiet, Stefan Berndt, ja, er hat, glaube ich, 20 Bücher mindestens geschrieben zu dem Thema. Die neueren Bücher sind natürlich, da kommen immer noch neue Informationen hinzu, die ihm zugeschickt wurden. Er musste irgendwann Computerprogramme benutzen, um die Abläufe genau, den Überblick zu bewahren. Also da gibt es jede Menge Recherchematerial. Und wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dann ist das Thema, was die Phönix-Hypothese anspricht, dann ist das letztendlich 1:1 in der Prophetie drin. Dass es da Abweichungen gibt, dass manche ein bisschen mehr gesehen haben und manche ein bisschen weniger, okay, da kann man immer noch spekulieren. Aber genauso, mein erstes Buch war tatsächlich nicht von Stefan Berndt, sondern das erste Buch, was ich zum Thema gelesen habe, war das Buch 3 von Jan van Helsing. Das wurde 2099 kam das raus. Und was mich damals beeindruckte, ich hatte es 2002 oder 2003 gelesen. Er sagte, okay, er analysierte die Timeline oder die Zeitlinie, wie die Propheten es vorgegeben haben, und hat gesagt, okay, wir sind an diesem Punkt, das und das und das ist passiert. Das nächste, was passieren müsste, wäre ein Cruise-Missile-Angriff auf irgendeine Hauptstadt in Amerika. Und als ich das las, ist mir klar geworden, dass der 11. September für ihn an dem Punkt ja noch gar nicht passiert ist. Und dass die Interpretation, dass es Cruise Missiles sind und keine Flugzeuge, okay, das ist ein kleines Detail, aber letztendlich zeigt das ja auch, dass zumindest zu diesem Zeitpunkt die Timeline auf jeden Fall recht präzise war. Man muss natürlich für diejenigen, die sich mit Prophetie nicht beschäftigen, es gibt keine klaren Datumsangaben, es gibt immer nur sozusagen wie Ereignispunkte. So, und wie viel Zeit dazwischen vergeht, das ist natürlich ein absoluter Spekulationsrahmen. So, aber im Grunde genommen immer die gleichen Muster. Ja, Niedergang der Wirtschaft, Kultur in Europa wird beschrieben. Dann kommt es zu bürgerkriegsartigen Zuständen in vielen Großstädten Europas. Es kommt zu einem großen Krieg im Nahen Osten. Frage Iran, Israel, das ist auch das, was in der anglosächsischen Mission natürlich schon diskutiert wurde, Iran gegen Israel in den Krieg ziehen zu lassen, als Teil dieser Inszenierung. Und dann, nachdem ein Hochgestellter ermordet wird, kommt es dann zum Überraschungsangriff Russlands auf Europa. So, und bevor es da richtig eskaliert, irgendwer hatte mir im Publikum oder mit jemandem, den ich gesprochen habe, der hat es nochmal präzisiert und hat gesagt, es ist bereits, als die Panzer rollen, soll es nach gewissen Prophezeiungen bereits Beben und Phänomene geben, die auf diesen Polshift hindeuten. So, und das Ergebnis des Ganzen ist teilweise gar nicht so negativ. Okay, abgesehen von den Südfrüchten, die wir auf einmal in Deutschland haben. Und nach einer Phase, wo man wieder wie im Anfang 19. Jahrhundert lebt, kommt es dann doch zu einer gewissen glücklichen Zeit. So, und also was das Ganze angeht, die Prophezeiung, wie gesagt, die vielen Bücher von Stefan Berndt, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Da gibt es auch ein spezielles Buch, Sichere Gebiete. Also für diejenigen, die es ernst nehmen, da gibt es wirklich ein Buch, was sehr detailliert ist. Wo sind die sicheren Gebiete? Welche Brücken werden gesprengt? Nur auf Grundlage der vielen Prophezeiungen. Oliver hatte mir gesagt, dass er auch zu dem Thema mit Stefan gesprochen hat und dass ich kann jetzt nur das wiedergeben, was Olli mir gesagt hat, was er ungefähr verstanden hat.
was der Stefan da in seiner neuen Theorie darstellt. Deswegen, er geht auch davon aus, dass irgendein Objekt diesen Polshift, diese Phänomene, die in den Prophezeiungen hervorgerufen werden, dass es von einem äußeren Objekt getriggert oder angestoßen wird. Er scheint sich aber bei Emanuel Velikovsky da orientiert zu haben, der aber meines Erachtens sehr viel, ich hatte das Gespräch eben auch schon, der sehr viel wichtige Daten geliefert hat, aber bei dem entscheidenden Punkt, welches Objekt letztendlich die Erde da agitiert, da geht er davon aus, dass es irgendein Planet aus unserem Sonnensystem ist. Nein, in dem Sinne ist es schon, aber unseres bekannten Sonnensystems. Es ist nicht kein Planet aus unserem bekannten Sonnensystem, sondern es ist der Planet X aus meiner Wahrnehmung, wenn ich die Daten zusammenlege. Da muss man vorsichtig sein, da würde ich mich gerne mit ihm unterhalten, ob er tatsächlich auf die Velikovsky, die einzige großen Punkt, den Velikovsky meines Erachtens falsch interpretiert hat. So, Dritte Weltkrieg von Jan van Helsing, wie gesagt, auch ein super Werk. Da geht es auch schon in das Spirituelle sehr viel rein. Wobei natürlich, als er es geschrieben hat, da konnte er natürlich nicht viel anfangen, wenn zum Beispiel Irrmeier davon spricht, dass riesige Verbände von Flugzeugen aus dem Nahen Osten aufsteigen, um diesen gelbe Linie in Europa zu ziehen. Ja, das zu dem Zeitpunkt gab es die ganzen Drohnenbasen noch nicht, die erst im Rahmen des Kriegs gegen den Terror im Nahen Osten gebaut wurden. Jetzt macht das alles Sinn. Für Jan van Helsing hat das damals 1999 noch nicht so viel Sinn gemacht. Aber mittlerweile hat es sich auch da verdichtet. So. Und als Einstieg, da habe ich jetzt mal eine wirklich gute Quelle, als Einstieg in dieses, ich denke mal, ein Großteil von euch weiß schon eine ganze Menge darüber. Das habe ich mitbekommen in den Gesprächen. Aber für diejenigen, für die das wirklich Neuland ist, kann ich nur empfehlen, da gibt es eine Dokumentation von Niki Vogt, eine zweiteilige, die heißt Alois Irrmeier, ich sehe es ganz deutlich bei YouTube, auf YouTube. Die kann ich nur empfehlen, das ist ein super Einstieg. Und da kann man sich immer noch überlegen, ob man noch ein paar Bücher dazu kauft. Aber da wird letztendlich die Grundthese, die ich hier vertrete, dass diese europäischen, aber auch internationalen Propheten letztendlich immer dieses Bild gesehen haben und das Krieg und kosmisches Ereignis ganz dicht beieinander liegen. Und dass dieser Zufall, dass die Dinge so beieinander liegen, natürlich, die wird interpretiert. Das wird interpretiert von vielen Sehern. Die haben einfach nur den Film gesehen und aufgrund ihrer religiösen Indoktrination, nenne ich es jetzt mal, haben viele das so interpretiert, dass, okay, die Menschen machen Krieg und Gott kommt und bestraft sie mit diesen geophysikalischen Ereignissen. Das ist eine Interpretation. Ich gehe eher davon aus, dass der Krieg einfach als Ablenkungsmanöver vorher ganz gezielt und ganz genau getimed gestartet wird. Hier ist nochmal Ausschnitt aus dieser Dokumentation, die man bei YouTube finden kann. Kann ich empfehlen. Da geht es nicht nur um Irrmeier, da geht es auch um das ganze größere Spektrum der Prophetie, wo es seinen Ursprung hat. So, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich hier eigentlich am Ende bin meiner Argumentation. Hier habe ich noch zwei Links, sogar mit QR-Code, kann man einfach abfotografieren. Das eine ist meine eilig zusammengestrickte deutsche Webseite, die zumindest als Sammelbecken gelten soll für Leute, die sich interessieren. Da werde ich alles weiterverleiten, verlinken, was das Thema angeht. Und da will ich auch natürlich mit Hilfe hoffentlich anderer natürlich auch für all die englischen Quellen möglichst eine deutsche Entsprechung finden, auch wenn das schlecht aussieht. Und dann habe ich ganz schnell noch einen Telegram-Kanal aufgemacht. Da gibt es genau drei Teilnehmer. Einer davon ist Robert. mein Ziel ist es, mir ist das Thema wichtig, ich möchte eine Diskussion darüber starten. Ich möchte, dass diese Aspekte diskutiert werden. Wenn einer kommt und sagt, okay, das wische ich alles weg mit dem und dem Argument, dann will ich es hören. Aber ich will eine Diskussion entfachen und sagen, dass diese Aspekte, die ich hier heute angesprochen habe, ja, die sollten diskutiert werden.
Und wenn da Interesse ist und wenn da mehr Interesse kommen sollte, dann bin ich auch bereit, da mehr Output zu generieren. Okay. Aber jetzt kommen wir an den Punkt. Jetzt könnte ich jetzt noch wild ins Spirituelle reinschwurbeln, wie ich es angekündigt habe. Oder wir können jetzt kurz Pause machen und ihr stellt einfach eure ganzheitlichen Fragen im Nachhinein. Schwurbeln oder nicht schwurbeln, was darf sein? Wir machen Pause und danach wird weiter geschwurbelt. Okay, und ihr gebt mir den Input. Nee, ich übertrage das direkt in meinen Vortrag jetzt hier. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist, wenn ich Ihre Internetadresse habe, könnte ich Ihnen das zusenden. Bitte. Da gibt es eine Kommentarfunktion und ich versuche das zu. Ja, und dann, wenn ich es integrieren kann, das ist diese. Ich habe schon alles Mögliche gehört. Ich habe auch schon gehört aus QAnon-nahen Kreisen, dass der Pole-Shift damit unterbrochen wird, indem man irgendwelche technischen Anlagen an beiden Polen installiert. Möglicherweise verstehen die schon da. Möglicherweise auch nicht. So, und genauso ist das mit diesen Quellen aus außerirdischen Zivilisationen. Ich lasse mich gerne positiv überraschen, dass da gar nichts kommt. Ja, und dass wir. Bitte nächste Frage. Ich kann. Was vor 3600 Jahren waren, das Ende des der Bronzezeitalters. Ja, also ich habe ein paar Quellen dort genannt, wo die. Ich habe tatsächlich Mainstream-Quellen dort benutzt, okay, wo Wissenschaftler das einordnen, ob man dieser Carbon-C-Methode da vollständig vertrauen kann und die Zeitangaben, die Wissenschaftler geben, da habe ich meine großen Zweifel. Ich kann jetzt die Quellen nehmen, die ich für halbwegs glaubwürdig und die sie letztendlich auch in dieses Bild einfügen. An diesen Stellen verdichtet sich die Indizien, dass dort etwas Größeres passiert ist. Dass es dort eine Unterbrechung nicht nur bei den Tieren gab, zum Beispiel in Nordamerika, sondern eben, dass auch im Mittelmeerraum ganz viele Kulturen einfach eine Unterbrechung hatten, weil Städte zurückgelassen wurden, weil Geschichtsschreibung nicht weiterging, weil offensichtlich viele Menschen ganz andere Herausforderungen im täglichen Leben hatten als Chronologie zum Beispiel zu führen. So, und an diesen Punkten 3600 Jahre und speziell 11.000, 12.000 Jahre, dort gibt es eine Verdichtung von Hinweisen, wo auch die Mainstream-Wissenschaft ungefähr einordnet, dass es dort eine Unterbrechung des üblichen Lebens gab. Ja. So, und diese vielen Zyklen, es gibt ja auch sogar. Manche Analysten gehen auch von ganz, ganz kleinen Zyklen aus. 138 Jahre, der kleinste Transformationszyklus ist ein 138-Jahre-Zyklus. Und dass all die großen Transformationszyklen auch sich immer in die 138 einpflegen lassen, wenn man das genau verfolgt. Und dann gibt es natürlich diese großen, die Yugas, ja, wie es beschrieben wird und wo eben auch wo es weniger darum geht, um irgendwelche geophysikalischen Veränderungen, sondern um eine grundsätzliche geistige Qualität auf diesem Ebene. Und da kommen wir auch mehr in diese spirituelle Ecke, dass es eben hier, dass wir die Bühne des Lebens, die wir hier haben, dass es da um Evolution geht und dass eben diese Bühne auch ab und zu neu strukturiert wird. Für einen nächsten Zyklus, wo es um ganz andere Themen geht und wo es um eine ganz andere spirituelle Entwicklung geht. So, und ich kann nicht behaupten, dass ich das bis ins Tiefste begriffen habe.
Ich kann aber extrapolieren, von dass ich sehe, dass mein eigenes Leben durch gewisse Zyklen durchläuft. Ja, dass ich in der Natur sehe, dass es Zyklen gibt und dass die grundlegendste Weisheit ist, dass diese Welt sich in solchen Strukturen organisiert und dass das eine Signifikanz hat. Nicht nur auf der physischen Ebene, sondern eben auf der geistigen Entwicklung. Also das Thema Antarktis, wie weit spielt das in meine Theorie eine Rolle? Ich habe das einmal angesprochen. In der Antarktis, da steht das South Pole Telescope, es scheint dort der optimalste Ort zu sein, um das Objekt, wenn es noch existiert, okay, ich will es nicht ausschließen, ja, wird es zumindest die Wissens, ob es da ist oder nicht. So, was den Südpol an sich angeht, da ist quasi eine Anomalie, genauso wie Vatikanstadt und London City. Ja, dass dort ganz eigene Gesetze herrschen, dass dort alle großen Mächte dort ihre Territorien haben. Allein die ganzen Legenden, die sich um Admiral Byrd und so weiter, um Neuschwabenland und so weiter sich da drehen und dass da das Wesentlichste ist, glaube ich, wenn wir davon ausgehen können, dass der Südpol mal irgendwann in einer anderen Klimazone war, dass dort eine ziemlich fortgeschrittene Zivilisation mal gelebt hat. Davon würde ich primär ausgehen. Und dass dort noch viele Geheimnisse und Artefakte da unterm Eis liegen, die von höchster Bedeutung sind und dass irgendwie das daher auch so viele Sondergesetze gelten für dieses Territorium. Es hat definitiv eine Signifikanz und ich würde da gerne selber auch erfahren. Aber das bis hin zu den Legenden, dass es dort gewisse Territorien gibt, die man nicht überfliegen darf. Und wenn man drüber fliegt, weil man vom Kurs abgekommen ist, dann gibt es da diese Whistleblower-Aussagen, wo Piloten gesagt haben, da gibt es irgendeine Anomalie, wie so eine Art Loch, ein Eingang vielleicht zur Hohlerde. Also da spielen ganz viele Themen eine Rolle. Ich will das alles nicht ausschließen, aber solange ich da selber nicht in meinen Schneeschuhen hingelaufen bin und habe da mal reingeguckt, ist es für mich natürlich, ist es alles ein spekulativer Rahmen. So, dass da ein Geheimnis herrscht und dass da auch zu gewissen, was habe ich noch mitbekommen, dass doch so Leute wie John Kerry und jede Menge hohes politisches Personal dort Armstrong, ja, dass die dort alle zu einem gewissen Zeitpunkt hingeflogen sind, dass es dort irgendwas zu bewundern gibt, dass es auch dort Pyramiden gefunden worden sein sollen, ja, und dass manche die sogar auf Google Earth gefunden haben. Definitiv ist es ein Mystery-Land und es kann sein, dass nach dem nächsten Polschiff das in einer ganz anderen Klimazone lebt und vielleicht das neue Atlantis wird. Viel spekulative Sachen, hat jetzt primär in meiner Hypothese jetzt nicht den großen Stellenwert, aber dass das im größeren Verständnis der Potenziale in dieser Welt, was hier möglich ist oder was wir noch alles entdecken könnten oder was ein Game Changer sein könnte innerhalb der Entwicklung, denn hat die Antarktis definitiv ein Riesenpotenzial. Also, Veränderung der DNA im Rahmen der Zyklen, Sonnenkinder, kann ich nicht viel drüber sagen. Ich kann generell darüber sprechen, was evolutionäre Entwicklung DNA und Veränderung des auch mit dem Zyklus assoziierte Veränderung angeht. So, und da kann ich nur sagen, okay, was immer da kommt, es beinhaltet die Sonne. Die Sonne wird definitiv einen anderen Drive einnehmen. Und bis hin zu Dingen, dass da eben Plasmaströme zur Erde fließen und so weiter, das will ich alles nicht ausschließen. Das ist alles gut belegt. Dr. Paula La Violette ist da eine Autorität. Dieter Bröers ist da derjenige, der die Zusammenhänge zieht, wie Sonnenveränderungen zu Veränderungen auch im Erdmagnetfeld, in Schumann-Frequenz führen kann, wie das wieder eine Wechselwirkung mit der DNA hat, dass da Stränge, die nicht aktiv sind,
aktiviert werden können und dass, dass durchaus auch neue Features, nenne ich es jetzt mal, Fähigkeiten in der Welt oder in gewissen Individuen in einer postkataklystischen Welt auf einmal vielleicht auch wir mit neuen, die diese Zeit erleben, vielleicht mit ganz neuen Fähigkeiten ausgestattet sind. Ja, von Telepathie bis you name it. All das halte ich nicht für absurd, sondern teilweise sogar wissenschaftlich nachvollziehbar. Aber bin ich deswegen in der Position, das zu garantieren oder da kann ich auch nur hoffen, ja, dass wir mit diesen Veränderungen eben auch auf der geistigen Ebene eine Entwicklung machen, die ganz neue Perspektiven und Wege eröffnet. Okay, die Frage war natürlich die Gralsfrage, wenn es denn so ein wenn es so ein Ereignis gibt, wann? Okay, und der Fragesteller geht selber persönlich von den nächsten Jahren aus, zeitnah, richtig? Okay, und ich kenne genug Leute, ich habe heute erst einen getroffen, zum Mittag indisch gegessen, der ähnlich auf dieser Welle schwingt. Und ich kann es persönlich nicht ausschließen. Ja, ich kenne aber auch andere Statements, die gut begründet sind, warum das zum Beispiel mit Agenda 2030 eventuell korrespondiert. Ja, WEF, da sind wir wieder, oder die größeren. Beziehungsweise es gibt auch sehr gute Aussagen, dass dieser Zyklus erst zwischen 2040 und 2047 so ihren Höhepunkt nimmt. Ich würde mich da nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, so ist es soweit. Zumal jeden Moment neue Informationen kommen könnten, dass Nibiru schon mal aus dem Rennen ist. Ja, möglicherweise. Ich kann es nicht ausschließen. Ich kann nur das Bild nehmen, was ich jetzt gerade sehe und was am wahrscheinlichsten ist. Und selbst wenn das ein gutes Channeling ist oder eine gute Information, die da durchgekommen ist, solange ich es nicht selber sehe, kann man auch das Ganze umdrehen und kann sagen, ich habe Nibiru auch selber noch nicht gesehen. Ja, ich habe auch noch nicht gesehen, dass er nicht da ist. Ich kann nur die Wahrscheinlichkeiten ungefähr abmessen, mit meinem Intuition abstimmen und sagen, okay, denn lass uns darüber diskutieren, ob das Ding noch da ist oder nicht. Oder ob es je da gewesen ist. Aber mein Anspruch ist in erster Linie erstmal, dass wir darüber reden. Deswegen bin ich hier. Deswegen sage ich, okay, das ganze Thema drumherum wird in den alternativen Medien in Deutschland zu wenig beachtet. Und wenn wir dann einen Dialog haben und wenn wir dann 10 Leute haben, die ihre Begründung darlegen, wie weit sie es auch, warum sie glauben, dass es in 3 Jahren schon ist oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren, dann können wir daraus vielleicht eine Prognose für die Zukunft ableiten. Ansonsten kann ich nur sagen, da ich natürlich auch viel, ohne genau zu wissen, ob die Zeitlinie sich bereits verändert hat, Paralleluniversen und so weiter, die ganze Theorie. Ohne das genau zu wissen, würde ich mich trotzdem natürlich ein Stück weit daran orientieren, ob gewisse Schlüssel oder Schlüsselereignisse, die in den Prophezeiungen erwähnt werden, ob die stattfinden. Und dann kann man sagen, okay, wir sind einen Schritt weiter und wir sind immer noch auf der Zeitlinie. So, und das ist für mich der naheste Indikator, wie dicht sind wir dran. Aber kommen wir nochmal zu einer anderen. Das erste Mal, wo ich mich wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt habe, mit diesem ganzen Themenkonstrukt, das war, als es 2014 losging, in der Ukraine ungemütlich zu werden, die Farbenrevolution und so weiter. Und ich mir gedacht habe, okay, das geht jetzt hier schon los, in einem Jahr stehen die Russen in der Ukraine und dann braucht es nur noch ein bisschen und dann sind sie vielleicht sogar schon, dann sind sie vielleicht schon den Rest von Europa. Was hat es wirklich gebraucht? Ich habe es 2015 erwartet, dass die Russen dann einmarschieren. Na, die haben sich noch Zeit gelassen bis 2022. So, und das ist nun mal, dass man denkt, dass Dinge schon so nah sind und dass der nächste Schritt eigentlich schon um der Ecke ist. Und dann braucht es auf einmal doch 8 Jahre, bis er kommt.
Deswegen mit Prognosen, auch wenn ich sehe, dass eine gewisse Zuspitzung auf allen Ebenen in der kollektiven Welt zu beobachten ist, bin ich trotzdem vorsichtig, dass ich in meiner Erfahrung oftmals gesehen habe, dass Dinge noch ganz wilde Loops machen, bevor es zum nächsten Schritt kommt. Natürlich wird auf die Frage, ob Planet 9 oder Nibiru oder Planet X in dem Mainstream eine Rolle spielen. Wie gesagt, es hat früher eine Riesenrolle gespielt. In 40er, 50er, 60er Jahren, da gab es Science-Magazine, die waren voll mit Artikeln davon. Man hat gesagt, das ist schon Fakt und das wird in 40, 50, 60 Jahren irgendwann passieren. Und irgendwann ist das rausgefallen. Jetzt war lange Zeit Stille, aber jetzt, wo das Thema vielleicht auch in den alternativen Medien wieder hochkommt, ja, kommt natürlich auch das Mainstream und bringt dann wieder so ein Mainstream-Dokumentation. Und die gab es dann bei Arte. Und Robert hatte sie auch gesehen. Und auf ihn hatte das so eine Balsamwirkung. Ne? Ja, da gibt es was, aber es ist weit weg, niemand hat es gefunden, ja, und wenn es kommt, dann vielleicht mal in 10.000 Jahren, also brauchen wir uns jetzt erstmal gar nicht weiter mit dem Thema, aber es ist da, es gibt diese Anomalien und das ist schon richtig, aber da sollte man nicht zu viel interpretieren. In dieser Dokumentation wurde nichts über die Geschichte von Planet X, von die ich euch hier erzählt habe, nichts wurde davon angesprochen, nichts über den mythologischen Hintergrund. Ja, das Einzige, was dort gesprochen, ja, da gibt es eben diese Anomalien und da gibt es verschiedene Teams, die unterschiedliche Thesen haben und daher an unterschiedlichen Orten suchen und diese machen das alle per Homeoffice und dann locken sie sich bei Satelliten ein, fragen natürlich vorher nach, wo sie wann suchen wollen und dann sagen die Betreiber, meist das Militär, sagen die, ja, heute könnt ihr suchen. Glaubt ihr, wie hoch die wahrscheinlich ist, dass die an dem Tag auch was finden? Wenn das Militär eh schon weiß, wo es ist. So. Aber der Zuschauer ist erstmal befriedigt und sagt, alles klar, da gibt es ein paar Jungs, die passen auf, dass da jetzt der Planet nicht doch noch von hinten rumkommt. So, also da muss man aufpassen. Also da guckt euch die Arte-Doku an, wenn ihr Hopium haben wollt oder Balsam für die Seele, dass der Typ hier vorne nur Quatsch erzählt hat, dann geht es euch gleich viel besser. Guckt euch die an, ja. Das ist eine gute Dokumentation. Arte kann ich nur empfehlen. Da lernt man was. Gut, ich denke, dass wir alle wichtigen Fragen geklärt haben. Ich bedanke mich, dass ihr da wart und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke. Okay. Okay, okay.